du Scheiße. Alle Officer, welche diese Nachricht lesen, mögen bitte unverzüglich am Dienst teilnehmen. Der Commissioner der San Andreas State Police ist nach wie vor vermisst oder entführt und es ist eine Dringlichkeitsfahndung vonnöten. Schwarz ist es, metallic, schreibt Fox. Rick schreibt blau. Meinst du, das ist schwarz, metallic? Danke, Tomato. Mach dich eben zum Mod. Amtsgericht, okay. Also ich finde ja... Ach du Scheiße! Der war nicht abgeschlossen! Okay, aber erst hier, das ist noch da. Ja, schön. Wunderbar. Wir fahren mal einmal zu einem Geldautomat. Ah, der Commissioner der State Police ist offenbar entführt. Ich habe OTC nichts mitbekommen. Ich habe gestern ganz entspannt The Rookie geguckt. Bin ich aktuell bei der Staffel 6, Folge 5, glaube ich. Wo seid ihr, Chat? Ihr guckt doch sicherlich auch alle The Rookie. Schon 5-mal durch. Boah. Bei meinem Server wäre der instant weg, wenn man den nicht abschließt. Hier kannst du den ja gar nicht anmachen. Grundsicherung. Digga, die Dynasty Miete. Die zieht immer noch nicht die Miete ab. Langsam halt ein bisschen Angst. Ich sag halt euch, Michael hat bald nichts mehr. Wir müssen auch noch eben einkaufen vom Dienst. Chat, ich finde, wir können ja mal hier Easy-Musik anmachen, ne? Wenn hier mein Charakter schon mit sowas. Gibt es eigentlich Playlists? Ihr dürft es mir sagen, weil ich dürfte es dann nicht verwenden, weil dann suche ich einmal selbst. Gibt es Playlists? Playlists? Ich glaube, es gibt keine Playlists, oder? Das ist ja schade. Weil am liebsten würde ich hier diesen einen Artist, also, oder halt Künstler, einfach nur durchhören. Komm, hören wir mal das Lied. Ich glaube, das kennen wir noch nicht. War, glaube ich, irgendwie bei Staffel 6, Folge 8 oder so, aber mein Abo ist dann abgelaufen. Ah! Ich sehe das. Ja, das Abo ist abgelaufen. Nein, ich habe mir tatsächlich WoW, das kostet ja 7 Euro. Ich schließe das immer für einen Monat dann ab, guck das einmal durch und dann kündige ich es wieder. Hat wer von euch auch SWAT geguckt? Weil das muss ich auch noch gucken. Phil, du machst mir ein bisschen Angst, wie häufig du Serien durchguckst. Chat, ich bin so froh, wenn das Alt-V-Update endlich da ist. Warum mache ich dir Angst? Warum guckst du das Wort 10 Mal durch? Ist das krank? Aber ich wollte jetzt da die Staffel 7 mal anfangen. Lane.
Okay, Tom. Ernsthaft? Ach, du Schreck. Ab circa der Mitte. Also ich habe ja schon die ersten 5 Staffeln geguckt. Was mich da so ein bisschen abfuckt, ich glaube, das kann man auch so nennen, abfuckt, ist, dass Hondo, das ist ja der Hauptcharakter und das ist auch kein Spoiler, einfach der absolute Gutmensch ist. Also nie irgendwas an Fehlern macht, immer alles richtig macht, immer sich für die moralisch richtige Entscheidung entscheidet. Und das ist halt unrealistisch und auch so ein bisschen... Ja, ist nicht so ganz meins teilweise. Ich wollte aber der neuen Staffel nochmal eine Chance geben. Was wollte ich denn kaufen? Ach, Essen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Brieftasche. Okay. Bisschen haben wir. Leute, ich finde das ja übrigens so cool, ne, mit den Songs. Also das ist ein richtig geiles Feature. Welcher GTA-RP-Server hat das bitte, dass du einfach hier reingehen kannst und einfach suchen kannst. Digga, es gibt sogar Podcast. Das wild. Lassen wir auch mal laufen. Digga, warum steigt der hier nicht ein? Okay. Macht er die Tür noch zu? Digga, GTA-Mechaniken, ne, geben auch einfach häufig keinen Sinn. Moin Flo, ich grüße dich. Irgendwie sieht es mir ja das T-Shirt nicht, ne? Hier ist sicherlich ein Stoppschild, ne, Chat? Hält Michael toll ein. Chat, wisst ihr, wann so ein Alt-V-Update kommt? Nee, ne? Wir müssen einfach abwarten wahrscheinlich. Mich macht das fertig mit den... Mit dem Himmel beispielsweise, wie der aussieht und so. Ich kann Vanilla GTA nicht mehr spielen, ey. Kriegt jetzt zu viel. So, wir fahren jetzt zum Department. Aber wir haben keine Musik mehr. Gucken wir doch mal, was wir jetzt hören. Aura. Leute, kennt wer von euch noch Minecraft Aura? Oder ist das hier die falsche Bubble dafür? Ich fand Minecraft Aura ja wild. Schreibt mit dem PayPal. Zwischendurch kann man Dicky lang rauchen. Würde sogar mit dir untertauchen. Bei deiner Anwesenheit werde ich loco. Zusammen sind wir wie Pinja. Digga. Das sind auch verrückte Reime. Würde ich
ist auch irgendwo wild. Aber wir hätten ja auch in Schumesch einkaufen können. Hätte ich gar nicht so weit fahren müssen. Moin, Rose Zauberfee. Digga, also ich finde ja diese Künstlervielfalt bei Lucky schon faszinierend. Auch so ein Lied ist absolut wild. Ist verrückt. War schon cool. Ja, gucken wir mal, was es mit der Entführung des Commissioners auf sich hat. Wir werden sehen. Also Leute, ich finde, das ist kein Schwarz. Ich finde, das ist definitiv blau. Oha, spielt er jetzt doch automatisch weiter? Nee, okay. Das ist auch blau, ja. Finde ich auch. Ja, ey, Phil, wir machen jetzt auch erstmal, also morgen streame ich nicht. Erstmal freut es mich, ne, das ist, dich freut, dass ich wieder da bin. Aber morgen werde ich nicht streamen und Donnerstag mal gucken. Vielleicht schon, aber dann Freitag nicht. Aber heute wollte ich nochmal reingehen, denn Michael hat auch noch was mit der Forensik jetzt zu tun heute. Okay. Gucken wir mal, was der Dienst bringt, ne? Guck mal, so sieht jetzt gerade Himmeltextur nicht völlig scheiße aus. Mir gefällt einfach Vanilla GTA echt so gar nicht, ey. Ist sogar offen. Hier habe ich nichts Wichtiges.
die Marken noch und das, okay. Also ich mache immer das Funkgerät lauter, Chat. Ah, ich hab's leiser gemacht, sehr gut. Aber das mit den Türen macht mich fertig, ne? Oh, die Waffe ist nicht nachgeladen. Müssen wir nochmal nachladen. Meine Musik ist zu laut. So. Oh mein Gott! Das wäre fast ein Schuss gewesen. Weil ich ins Game getappt bin. Dios mio. So. Schon mal einen aufregenden Morgen gehabt. Jetzt können wir in Dienst gehen. Michael Cooper, Passwort ist, Michael ist der beste Cop ever. Lädt nicht. Heute ist Dienstag. Ich habe noch gar keine Anmod gemacht, ne? Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. 9.7.2024 Dienst. Zentriert. Dienstbeginn. 11.23 Uhr. Ja, Tomato, das kann gut sein. Ah, jetzt geht's? Ja. Okay. 5.15 Uhr, Funkcheck. Check. Im Innendienst. So. McSheffrey ist gekündigt. Wichtig, gegen 0:38 wurde der Commissioner und so wie es den Anschein macht, Miss Weiss von mehreren Autos Tatverdächtigen unter der Einsetzung von wo wurde es eingesetzt? Von Kurz- und Langwaffen entführt. Zwei Fluchtwägen wurden verbrannt. Man ist vermutlich mit einem Helikopter vom Grapeseed Airfield aus weggeflogen. Wir haben über 2 Stunden die Suche aufrechterhalten. Bis dato gibt es keine Forderungen oder weitere Hinweise. Folgende Anweisungen. Die 999 wird dauerhaft besetzt. Sollten unbekannte Anrufe aus dem Notruf die Info oder die 999 kommen. Stellen Sie Ihr Funkgerät auf sehr leise und nehmen Sie sich Zettel und Stift zur Hand, um entsprechend vollständig mitschreiben zu können. Okay. Okay. Das mit den Sektoren finde ich schwierig. Verstehe ich nicht so. Also warum? Naja. Warum fahren die an Mark Buffalo es? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Okay. So. So.
Okay, To-Dos. Sachen in die Forensik bringen. Chat, wisst ihr, ob man bei OneNote so Trennstriche hinzufügen kann? Wisst ihr das? Wahrscheinlich geht das nicht, ne? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Schade. Naja. Okay. Dann lasse ich das. Also der Commissioner wurde entführt und seine Frau auch. Na super. Na super. Das ist nett. Besonders schwerer Fall des Raubes. Achso. Warum stehen die nicht als Zeugen da drin? Guten Morgen. Guten Morgen, oder Chief Mahlzeit, Brandt. Oder... Morgen. Ach, nimm den Arm runter und taser ich dich. Hört auf damit. Ich lese aber tatsächlich schockierende Neuigkeiten. Ja. Oh Mann. Unser Commissioner ist entführt. Ja, ich fahre in Urlaub. Echt? Ja, ich... zu Ricardo gesagt, weil er meinte, ein Land, was uns nicht ausliefert. Weg hier. Oh Mann, ey. Boah, ich hasse das Streifenblatt. Warum? Gleich aus. Karte nicht schließen? Nee, ja, weil das nicht lädt, ne? Nee, die Atu, mit unten am La Puerta Yachthafen, warum auch immer. Ja. Ich habe keine Ahnung. Weil irgendwie muss sie ja da gestern hingekommen sein. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum die Kanne zurückgeflogen hat. Das ist eigentlich, oder das ist jetzt eine Sonderregel wegen der Entführung, dass wir mit Anmark danach rumfahren. Nee, der ist von der Gang Unit. Weiß zwar nicht, warum man das dann unbedingt jetzt im Anmark machen muss, aber... Ja, die sollen mal machen. Okay. Ich habe übrigens gerade gelesen, McCheffrey ist gekündigt. Ja. Der kam nach seinen Flitterwochen nicht wieder. Ach Mann. Ich mochte den. Warum kann man sich nicht abmelden? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, von Aiden, der auch im MD arbeitet, hat er wohl Privatkontakt zu Odessa. Ich glaube, nur zu Odessa gab. Und sie hat ihm gesagt, dass sie halt krank waren, sie von den Flitterwochen wiedergekommen sind. Aber es gab anscheinend keine Abmeldung bei uns. Ach, Odessa Ellen, die sagt mir auch noch was. Und ja, die arbeitet hier aber auch schon nicht mehr. Nee, die hat gekündigt und hat dann beim MD angefangen. Ah, okay. McCheffrey hat sich versetzen lassen ins MRPD. Ach. Okay. Ja, weil er die Ausbildung wollte. Krass, okay. Weil der wirkte auf mich immer so tatsächlich, als ob ihm der Norden für die Kohle gekommen. Viel bedeutet. Ihr Status kommt.
aktiv gerade in den Ölfeldern kommen. Jack hat die Kohle, sie wird Kohle-Lände. Okay. So, ich bringe jetzt... Live-Tracking. Das lädt alles ein bisschen blöd, ne? Ich habe keine Ahnung, aber warum gucken die nie ins Live-Tracking? So, was ich nicht verstehe. Ach, Quatsch. Ich würde Ricardo nochmal anrufen, fragen, ob der weiß, was mit der Artur ist. Ja. Die jetzt auch noch kaputt ist, ne? Da fresse ich einen Besen. Check. Ja, hi. Sag mal, weißt du, was mit der Artur ist, warum die noch am La Puerta Yachthafen steht und man die Karte nicht deaktivieren soll? Hast du da was mitbekommen? Oh, da ist ein Rechtschreibfehler. Ich mache hier alle fertig. Müsste jetzt die Schilderten. Zu schnell getippt. Achso. Ja gut, ja gut, ist gerade keiner da. Ich werde jedem Piloten, den ich kenne, eine SMS schreiben, dass er, sobald er im Dienst ist, bitte die Airtour überführt. Ja, habe ich gesehen, irgendwie Verkehrsunfall oder was da stand, weil ich hab mal bei der Nachtschwester. Okay. Besonders schwerer Fall des Raubes. 4 Akten. Ja. Wahrscheinlich, weil 4 Leute überfallen wurden, ne? Boah, krass. Muss man dann immer... Okay, mach das. Das ist doch Tat Einhalt. Gut, dann schreibe ich mal den ASU-Leuten. Jo. Jo, bis dann, ciao. 4-2-1, 10-20, Strand beim Nussgebäude. Boah, wer ist denn alles in der ASU? Ich kann eben nachgucken. 1-0-10-20, Schottplatz Haupel ist fußläufig. Gut, hier wird der Erste sein. Ja. Wir werden nicht vor ihm da sein. Oder Deeks oder so. Nein, ich glaube nicht, dass Deeks vor da ist. Okay. Ja. Ich dachte schon, die ist kaputt. Ah, ich glaube, dann hätte ich wirklich einen Besen gefressen. Dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann hätten wir nur noch die Hawk One und die Coast Guard. Eine Frage, ne? Ich gucke ja immer hier Ovis durch. Sagen wir mal, bei Honey's Diner findet ein besonders schwerer Fall des Raubes statt. Es werden mehrere Personen ausgeraubt. Dann reicht doch dazu eine Ovi-Akte, oder? Das ist ja ohnehin... Warte. Heute ein bisschen langsamer, ich habe nur 2 Stunden geschlafen, was? Ach du Scheiße. Warum hast du nur 2... Okay, also, wenn bei Honey Steiner, wie ich es hier lese, ein Überfall stattfindet, mehrere Personen ausgeraubt werden... Dann ist das hier eine Ovi-Akte. Es gibt halt einfach mehrere Zeugen, also mehrere Geschädigte. Ja. Guck mal in den Ovi-Akten. Oh Leute, macht doch einfach eure Scheißarbeit richtig. Boah, ich suche mir hier oben. Ich hab ein Eigenheim. Michael legt auch immer Feuer. Ich hab zwar einen Container, aber den kann ich mit meiner Grundsicherung abzahlen. Dann mach ich die Scheiße eigentlich noch. Ja. Boah, warum stimmt. Und du musst ja auch keine Nebenkosten zahlen, ne? Von gestern Abend, von Greywolf. Ich hab gar nichts. Das ist natürlich schon cool. Warte mal, ich such mal Greywolf. Wer anders den Bums machen? 1, 2, 3. Why, Greywolf, warum? Ja, verstehe ich auch nicht. Er wollte ein paar Ovis sammeln. Ja. Nee. Nee, das ist ja auch für ihn unfassbar viel Arbeit.
Also. Hä? Haben wir noch nie gemacht. Nee, deswegen hat mich das auch so gewundert. Ich bringe jetzt gleich mal zum... Jetzt stell dir mal vor. Ja. Hier, der Herr Fletcher, ne? Ja. Der jetzt bei uns hier oben ist. Der hatte eine Akte vom Ellis. Da waren, glaube ich, 14 Zeugen. 14. Jetzt stell mal vor, der hätte 14 Akten gemacht. Die Edmund hätte ihn gewesen. Erschossen. Die hätten ihn hingestellt ja, und jeder hätte das muss Greywolf noch ändern. Das muss Greywolf noch ändern. Weil das, so geht es ja nicht. Und das ja, ist ja, für ihn ja auch... Kann das nicht. Der kann die löschen Unis lassen. Ja nicht löschen. Ja, muss weil, ja. Ne, aber... Das geht doch nicht. Nee. Warum ist eigentlich... Ich bin, glaube ich, dumm. Warum ist Palito eigentlich geöffnet gewesen? Ach, Fletcher ist hier, ne? Fletcher ist, ja, ach, ja, cool. Fletcher ist hier okay. Hayuken, hallo. Ja, ich hole jetzt eben schon mal die Sachen von oben. Die muss ich ja jetzt wegbringen. Ja, auf dem Weg nach unten holen wir einmal Adam ab. Machen wir. Diese Türen, ne? Chris, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Auf YouTube ist er am Start. So. Warum sind die Lichter an? Siri, Spiellampen aus. Habe ich ein Bildschirmfoto gemacht? Also, das braucht er ja jetzt nicht mit Handschuhen anfassen, weil das ist ja alles in einem Beutel. Wird das ja ausgespielt. Weil das ist ohne Abschließen hier. U10 wieder aktiv im C-Sektor. Check, selbstständig eintragen. Hey ho. Du fährst heute, weil wenn ich fahre, bauen wir einen Unfall. Ja, ja. Ich kann mich ja mit Adam auch später abwechseln, je nachdem, ob wir zusammenbleiben. Ja. Ich funke uns jetzt nicht, ich habe mich nicht mal gefunkt, dass ich hochfahre. Okay. Ich funke uns über, zum VPD überführen, wenn wir Adam eingesammelt haben. Ich trage das trotzdem auch immer noch für mich an. Ich also mach das bei schon. Mir? Nee, bei mir. Ach so. Ah, kannst du das auch machen? Kannst du mir hier auf... Vom ja, aber du trägst dir doch nicht die Überführungen an, doch, oder? Doch, nee. Hä? Nur die Officer. Ich wollte gerade sagen. Das wäre ein bisschen krank gewesen. Ja. Ich trage einfach Überführungen. Aber die Streife trage ich mir immer ein. Ich piek die ein. Was hat denn Adam eigentlich mittlerweile für eine Nummer? Die 34 immer noch. Okay, und 5... 34. Torres Fox. Die Leitstelle ist eh gerade neben dem Auto, die sieht das eh nicht, wo wir sind. Ah ja. Ich hole nur Adam ab und dann den Vogel hier überführen. Ja. Schöner Mist, der heute Nacht da passiert ist. Hoffen wir, dass Walter was gut geht. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den Weiß heute finden. Ich gehe nicht davon aus. Ich auch nicht. Also es wird ja geschildert, dass die weggeflogen sind mit dem Helikopter. Ja. Die sind wahrscheinlich schon am Festland. Na, warum steht bei Flywheels eine Person, die komplett in Rot an? Ja, ist schon richtig. Ja? Ist schon richtig, fahr weiter. Der kümmert sich um die Autos auf dem Parkplatz. Achso. Ah ja, natürlich. Alles klar. Alles gut. Okay, alles klar. Der hat den beschissensten Job der Welt, aber ja, er macht ihn. Auch besonders angekleidet. Ja. Besonders bei so 31 Grad, ist immer super.
Ja, und ich habe nur auf Twitter gelesen, dass Dennis einen neuen Charakter machen möchte. Aber ich glaub, der trollt, ja. San Andreas ist groß. Ich habe Ricardo schon gesagt, wenn die Ranger sich melden oder wenn die irgendwie da sind, dann sollten wir die mit einbeziehen. Weil ich denke, du wirst mir da zustimmen. Ein sehr großer Teil, den ich nicht in eine Summe zusammenfassen kann, unserer Kollegen kennt sich im Norden absolut nicht aus. Wir kennen auch nicht jeden Stein hier oben. Nee. Und dann, ich kann auch mal was Sinnvolles tun. Ja. Und uns helfen. Weil. Mich würde ja interessieren, ob wir gestern die Grenze zu Mexiko denn auch gesichert haben. Weil da können die ja wirklich schnell hinfliegen, ne? Ja gut, aber was willst du machen? Wenn die rüberfliegen, kannst du nicht. Wir schießen die ab. Und im Moment, das wäre kontraproduktiv. Auch, wenn wir den ganzen Bums erlassen, dann ist Herr Weiß auch hinüber. Mrs. Aber und Mr. Weiß hätten rausspringen müssen. 4-2-1, also uns bringt es nichts, wenn die nach Mexiko sind, kommen wir halt nicht hinterher. Wir dürfen die Grenze nicht übertreten, nur Homeland darf die Grenze übertreten. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwo nach Mexiko oder sonst was geflogen sind. Mit dem Hubschrauber kommst du auch nicht so weit aufs Festland, weil irgendwann muss der auch mal getankt werden. Mhm. So einen großen Tank haben die denn doch nicht. Und auch wenn die bis nach Mexiko fliegen, kommen sie von da nicht so weit weg, weil ich glaube, die nächste 09 für Leitstelle kommen. Hört. Möglichkeit wäre zu weit weg. Dass alles okay kommt. Ja, hier alles bestens kommen. Oh, Ricardo wütend. Ja, der macht gerade einen Suicide-Quatsch. FD hat wohl ganz viel Zeugs gebracht, was irgendwie ganz wild durcheinander ist. Ne, der andere Cooper ist gekündigt. Und Cooper weiß es auch. Also jetzt so würde ich sagen, wir suchen gerade die Nadel im Heuhaufen. Ja. So wirkt das. Ich habe auch diese Sektorenliste gesehen auf dem schwarzen Brett. Ergibt das wirklich Sinn, dass wir... Also... Also... Meine persönliche Meinung, nein. Meine Wahrnehmung auch nicht. Adam! Hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. 517 Also... Check. In meinen Augen... gab noch keine Anrufe. Bringt lediglich A, B, C und D etwas. Aber die einzelnen Punkte bringen nichts. Rein theoretisch müssten wir alles, jedes Sandkorn, jeden Stein umdrehen, alles. Ja. Nicht nur, wir fahren mal eben zum Entführungshaus, ach, da ist nichts, wir fahren wieder. Die komplette Umgebung. Heißt aber nicht in einem Umkreis von 3-4 Meter, sondern alles. Das sind ja immer nur so Anhaltspunkte. In meinen Augen sind das nur Anhaltspunkte, weil nur hinfahren und sehen, ach nee, da ist nichts, bringt halt nicht viel, wenn die Leute vielleicht eine Meile weiter weg sind. So, aber das ist jetzt nicht unser Punkt. Also fahren wir weiter. Das war damals mit Bella Harley so. Wir lagen unter einer Unterführung in den Vinewood Hills, also da Tonga Valley und so. Ah, oh mein Gott, okay. Aber das stand ja nicht auf unserer Liste, wa? Nö, ich bin mit Jacobs da lang gefahren und hab zu ihm gesagt, weil ich hab von vornherein immer gesagt, das bringt nichts, wenn du zu einem Punkt fährst, guckst, ist da was? Nö, ach komm, wir fahren wieder. Sondern, dass man auch mal ein bisschen gucken muss. Und da hab ich gesagt, wir müssen auch mal hier so ein bisschen abends um die 500, Toni. Weil das auch zwischen gerade 46. Und dann sind wir einfach mal runtergegangen. Und irgendwann haben wir sie bei irgendeiner Unterführung gefunden. Na gut. Okay. Also über diesen Tellerrand schauen, das können die nicht. Ja. Und das dachte ich mir, also ich glaube nicht, dass das halt so viel bringt, wenn du einfach Navi-Punkt machst und dann wieder zum nächsten Punkt fährst. Weil jetzt braucht man sich, glaube ich, das ist kein Geheimnis, dass wahrscheinlich unsere Systeme auch nicht super sicher sind. Das heißt, die wissen ja, was wir auf dem Schirm haben. Und wenn man dann so ein bisschen klug ist, dann wird man da nicht hingehen.
Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Operation. Ja, hier. Die Kommune Palito Bay steht zum Beispiel nicht drauf. Ich habe da aber eine Leiche gefunden. Weil da jemand hinverschleppt worden ist. Oh Mann. So, ist nicht auf der Führungskarte drauf. Ne, wir müssten eigentlich die ganzen Sektoren in Raster einteilen. Und dann Raster absuchen. Und dann ins nächste. Ricardo hat jetzt eine Liste gemacht. Wollte ich mir mal angucken, irgendwie, dass man da einträgt, wo man wann war. Ja, hier. Ach, das ist nicht mittig. Nadi Meres, Dringlicht. Da der Verdacht besteht, dass sie in irgendeiner Weise an diesem Fall beteiligt ist. Okay. Kennt man die? Nadi, also N-H-A-D-D-Y Meres. Das sagt mir nichts, der Name. Die Sachen für die Forensik sind immer noch da, wo sie früher waren, ne? Nehme ich an. Ja. Okay. Warum liegen hier Blumen? Ja. Für den Commissioner? Keine Ahnung, die können wir gleich... Nee, das ist für den erschossenen Officer. Die nehmen wir gleich mit nach oben. 517S1020, VPG. Check. Ich weiß nicht, wer hier mal wieder die Fahrzeuge stehen gelassen hat, obwohl es eine klare Ansage ist. Gehört der Schwarze zu uns? Also der schwarze Wagen? Ja, Staatsanwaltschaft. Okay. Der gehört zur STA. Der letzte macht die Tür zu. Hier komme ich nicht hin, oder? Wenn zur Forensik hier rüber? Natürlich. Ja? Dachte über den anderen Aufzug nur. Das ist doch egal, kannst du durchlaufen. Ach, aber ich glaube, ich krieg die Tür nicht offen, kann das natürlich sein? Natürlich. Jeder kriegt die Tür auf. Echt? Versuch mal abzuschließen. So, dann Tatsache. Mal aufzuschließen. Okay, dann probiere ich mal aufzuschließen. Ja, geht, natürlich. Warum soll es auch nicht gehen, ne? Verrückt. Solltest du das nicht können? Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Dios mio, ist es voll. Ja, ist ja nichts Neues. Okay. Wunderbar. Traumhaft. So, dann nehmen wir mal die 519 und fahren die mal nach oben. Hey, ganz ehrlich, ne? Gib die Scheiße da oben halt fest. Hier mal die Autos überführen muss. Hallo. Morgen. Hallo. Herr Schneider. Er trägt keine Zylinder mehr. Ah ja, kein Fukuhila mehr. Adam, fährst du die 519? Ja. Wunderbar. Zieh dir dann bei uns rein. Treffen wir uns dann bei Brunos. Das machen wir. Ja, Michael. Michi. Ah ja, Michi und Adam, ist das schön. Michael. Da finde ich sogar Michi schöner, muss ich sagen. Ja, das sieht so aus wie ein Michael. Ey. Adam, sei still. Anna, hören Sie mal. So. Wo ist denn die 519? U10 wieder aktiv im C-Sektor. Check. Solange ist es. 519 über 5 Palito Bay. Check. Solange es in der
StVO immer noch nicht die Regel gibt, dass man keine gelben Linien überfahren darf? Nö, nö, nö. Werde ich die auch. Darf man da ja auch drehen? Ja. Es gibt ja nur das Wenden vom Bodenschild. Ja. Ja, dann habe ich das schon mal abgehakt mit der Forensik für die OVI. Ja. Yep. Sonst hatten wir ja von gestern nichts offen. Nö. Da hatten wir alles zu. Ich bin gerade außer Dienst gegangen, ne? Eine Minute später hat gestern Payne die Leitstelle schon wieder übernommen. Gerade abgegeben gehabt. An wen hattest du die nochmal abgegeben? An niemanden. Ach so. Also von ja, uns ja. Hat, war niemand. Fabi kam nämlich genau in dem Moment dann in die Umkleide. Ja, und hatte... der war begeistert, nachdem er gesehen hat, ach, Nummern nicht vergeben, cool. Dann ja, habe ich ja viele Kollegen. Ja, ich habe Jacob angerufen und habe ihm gesagt, hey, ich bin jetzt weg, ich habe die Nummern schon alle abgegeben. 4:1 ist mit dem D-Sektor durch und verlegt jetzt einmal in den B-Sektor. Check. Und hat er gesagt, ja, Payne hat den schon übernommen. Den ganzen Kram. Okay. Ne, weil ich weiß, das habe ich mal mit Levanta auch gemacht. Was soll man machen, wenn man beide außer Dienst geht? Dann ist halt so wie vorher. Ja. Pech. Dann ist Pech. Der hat einen rasanteren Fahrstil, der Adam. Du warst gestern Abend aber auch nicht da, ne? Als die Entführung war. Nö. Boah, warst auch mittags lange da, ne? Lange sind. 4:1, 10:30 liegen deine Anfangsstelle. Ich hab das heute früh gesehen und hatte das Bedürfnis, gleich wieder feiern zu können. Ja. Wenn wir die 519 im Palito abstellen, muss ich noch einmal fix 10:30. Ja. Mensch. Boah, heute ist wirklich Wahnsinn auch. Ich muss mal die Klima anmachen, glaube ich. Oh, mal bitte nicht zu doll. Junge, hab ich mich erschreckt. Ich war auch gerade abgelenkt. Ich habe glaube ich, im Chat geguckt. Ah, der hat einen Lag. Dios mio. Wir fahren bitte mit genügend Abstand. Ja, ja. Warum meinst du? Ich halte immer 3 Autolängen Abstand innerorts. Mhm. Wird mir beigebracht in der Fahrschule. Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach du Scheiße. Ich mach. Tja. Ich fuck jetzt aber nicht. Das ist Bullshit. Wir sind hier gleich wieder weg. Ja. Machen wir auch noch den Kasten voll. Steht doch. Also, film mir jetzt heute gut, danke der Nachfrage. 1090 West Civic Department, alle Einheiten Richtung West Pussy Department. Dort wurde gerade ein Geschenk hinterlassen. Zack, 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 zack. Bist du schneller? Ja, das geht nicht. Jetzt geht's.
Direkt in die Nahbereichsspannung alle Fahrzeuge, die auffällig sind, sich gerade wegbewegen, anhalten. 2 Motorräder, 1 schwarzes Motorrad. 1 weiteres Motorrad gelb, fährt gerade Richtung Yingyang über Stadtpark, der mit einem schwarzen Rahmen. Sind die Hangtankstelle Richtung Osten, fahren auf Weasel News zu, mit stark überhöhter Geschwindigkeit, Weasel News Richtung Norden, biegt wieder ab Richtung Osten am Genki, fährt mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Stadtpark, vorbei der Dynasty 8, weiter Richtung Osten. Nach dem Quatsch fahren wir sofort nach Sandy Shores und weiter Richtung Osten, jetzt für Black Beauty Apartment. Ja. Fahren auf der Südseite des Stadtparks weiter in Richtung Norden. Nee, biegt ab Richtung Norden. Finde ich so geil vom Team, dass sie auch. Je nachdem, was das für ein Geschenk ist, Richtung Norden, biegt ab Richtung Westen. Egal. Biegt jetzt wieder ab Richtung Norden, unter Führung beim Pillbox MD. Weiterfahrt Richtung Norden. Vorbei im Pillbox MD Richtung Norden. Pillbox MD. Weiterfahrt abgebogen Richtung Westen. Wollen wir über Route 68 vorbei fahren? Vorbei, Nordseite, Weinburg-Baustelle. Fahren auf das Rockford Plaza zu. Da können wir... Wir bleiben auf dem Highway. Vorbei, Südseite, Corlap, abgebogen Richtung Norden. Bestimmt irgendwann runter wieder Richtung Süden. Jetzt abgebogen Richtung Westen, Nordseite, Rockford Plaza, weiterfahrt Richtung Westen. Ah ja, okay. Abgebogen Richtung Süden, Westseite, Rockford Plaza. Rockford Plaza, okay, da sind wir hier besser aufgehoben. Stark überhöht Richtung Finde ich so geil vom Team, dass sie auch den Leuten mittags oder so RP geben. Fährt jetzt wieder Richtung Norden, wieder Ostseite. Weil das ist ja Plaza, also Kreis gedreht. Eventmäßig. Biegt ab Richtung Osten, Südseite Vorlebs Richtung Osten. Biegt jetzt wieder ab Richtung Süden, Westseite Weinbootbaustelle, weiterfahrt Richtung Süden auf den Arcadius. Haben wir jemand außer ASU? Nö. Ostseite Arcadius Tower, Weiterfahrt Richtung Süden. Südseite Arcadius Tower Richtung Westen. Biegt wieder ab Richtung Norden. Fährt wieder auf das Rockford Plaza zu. Streife hinter ihm. Fährt jetzt ab Richtung Westen, Richtung Westseite Rockford Plaza. Wieder Richtung Nordwesten, Richtung City Hall. Biegt ab Richtung Osten am vorübergehenden Benny's vorbei. Wieder Westseite Rockford Plaza Richtung Norden. Nein, abgebogen Richtung Osten. Nordseite Rockford Plaza Richtung Osten. Biegt wieder ab Richtung Süden. Dreht hier seine Kreise um das Rockford Plaza. Ist in das Rockford Plaza reingefahren. In die Unterführung. Kommt auf der Westseite wieder raus. Ist jetzt im Bereich vom MD. Streife übernehmen. Ich hab das gerade verloren. Fahr hier mal links, ne? Weiß. Richtung Dynasty, okay. Versuchen Sie das Kontakt wieder herzustellen. Biegen ab Richtung Osten auf Stadtpark zu. Biegen ab Richtung Norden. Am Arcadius Tower vorbei. Okay, wir sind gut. Biegen ab auf den Highway. Oh, Intercity Highway? Auf Richtung Highway. Biegen ab Richtung Süden. Die sind über uns, oder wo? Biegen ab Richtung Westen. Weißt du gerade, wo die sind? Nur Richtung Süden. Ins Parkhaus rein. Ich Kontakt verloren. Ist im Arcadius Tower im Parkhaus drin wahrscheinlich. Hier, bei uns. Links, 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 da. Ist die Streife. Es scheint keiner hier zu sein. Komm mal, wohl möglich auf der anderen Seite wieder rausgefahren. Wahrscheinlich. Da waren wir ja eigentlich. Ja. 421, 1040. Gerade nichts gesehen. Okay, ich verstehe.
Wieder Sichtkontakt. Nordseite rotes Parkhaus, Fahrt Richtung Osten. Nordseite. Abgebogen Richtung Süden auf die Dynasty 8 zu. Hä? Fährt jetzt Richtung Westen auf das rote Parkhaus wieder zu. Weiter Fahrt Richtung Westen. Nein, fährt in das rote Parkhaus rein. Hier links. Wo er zurückkommt von der Südseite rein. Fährt Nordseite wieder raus. Ja. Ah. Streif übernehmen. Wo ist der lang gefahren? Fahr mal hier rechts runter. Vom Glück drin, dass du fährst und nicht ich. Ich würde mich wegbitten. Hier vielleicht einmal gucken. Ja. Check das rote Parkhaus. Aber mit dem roten Parkhaus lag ich vorhin richtig. Deswegen ist er da wieder rausgefahren, weil wir da reingefahren sind. Ich fahr nochmal hier die. Ich hab wieder aufgebaut, fahren Richtung Rockford Plaza. Links. Okay. Ja, fahrt Richtung Norden, Richtung Rockford Plaza, Ostseite Rockford Plaza vorbei. Weiterfahrt Richtung Norden. Biegt ab Richtung Osten, Richtung Suburban-Holter. Nein, biegt ab Richtung Norden. Fährt auf GoPost in Weinwood zu, biegt ab Richtung Osten. Biegt wieder ab Richtung Norden, fährt hoch Richtung Weinwood Boulevard. Ist Richtung Westen abgebogen, fährt auf dem Weinwood Boulevard. Wir werden von einem zweiten Motorrad verfolgt aktiv. Wir zweiten auf dem Weinwood Boulevard. Der ist hier lang. Ah, der ist da oben. Ja, weiter. Ja. Sichtkontakt gerade verloren. Er ist nach oben gefahren, funk das mal. Der fährt gerade die Straße über den Donaumarkt entlang. Wir haben schon mal Kontakt. Fährt jetzt Richtung Weinbrot-Tankstelle. Das zweite Motorrad ist dabei. Check. Fährt weiter in Richtung Osten an der Security vorbei. Weiter fährt Richtung Osten. Aktuell beide Motorräder. Motorräder splitten sich auf. Der eine fährt nach Norden, der andere fährt nach Süden. Wir bleiben an dem am Süden dran. Ja, wir bleiben mit dran. 4, 2, 1, geht nach Norden. Nordseite Weinwood PD, Fahrt Richtung Westen. Biegt wieder ab Richtung Norden. Genau dieses Motorrad fährt auf die Weinwood-Tankstelle zu, Fahrt Richtung Norden. Biegt Richtung Westen ab, Richtung Lohner Market. Zieht Richtung Westen durch, fährt. Weißes Motorrad auch wieder hinten dran, in Gelb. Das Motorrad mit den schwarzen Auflassen ist jetzt in der Straße überall vom Lohner Market, fährt wieder Richtung Süden. Korrektur, fährt weiter in Richtung Westen, fährt jetzt auf das UFO-Gebäude zu, biegt da ab Richtung Westen, stark über die Geschwindigkeit. Leute, fahrt Richtung Westen, Pegasus Apartment vorbei, Richtung Westen. Weiter fahrt Richtung Westen. Passieren jetzt, Tiki Lala. Gelbe Motorrad weiter in den Empfang. Biegt ab, das Richtung Norden. Gelbe. Ja, das ist gut. Ich habe nur gesehen, dass das Gelbe abbiegt. Versuchen hinterher zu kommen. U1 versucht ein Speedcam aus bei den schwarzen Motoren. Oh, das wird schwierig. Sichtkontakt verloren. Ja, das war doch gut. Ja, wir fahren weiter. Norden. Norden, fahren jetzt über Weinwood rein. Möglicher Gedanke der U1-0, wenn ihr das Funkgerät vom Commissioner oder von vorbei haben, könnten die uns gerade mithören und deswegen versuchen die uns abzuhängen. Ja, das versuchen die auch so. Ja, U1-0 ist raus. Kannst du funken? Was sind wir denn? Ja. Ah, jetzt haben wir ihn verloren, oder? Sichtkontakt in den Weinwood ist verloren. 519, hab das gelbe Motorrad gefunden, steht genau vor mir. Genau, 1020. Ja, betruppe ich gerade mit der Langwaffe. Ach du Scheiße. Du
dreht er denn? Alles okay? Bei uns soweit schon. Bei euch? Ja. Okay. Was war das eben? Ich weiß es nicht, was das war. Okay. Fünf eins neun ist hinter uns her, einfach war. Also bei Torres sieht's scheiße aus wohl. Kollegen, fahren Sie weiter, wir gucken eben nach dem Fahrzeug, uns geht's soweit gut. Check. Aber wo ist denn... Keine Ahnung. Ja. Ey, scheiße. Ich glaube, bei Adam ist was passiert. Ich weiß es nicht. Digga, warum drehen die denn plötzlich komplett? Ich hab keine Ahnung, ich hab das nicht gesehen. Ich war gerade in der Map. Unfassbar. Du musst dir vorstellen, die bleiben stehen und machen eine komplette Drehung auf der Straße. Ich hab nichts gesehen, jetzt fahren wir hier. Aber was ist denn mit Adam, ey? Ich fahr erstmal hier aus Vinewood Hills, ne? Ja, das ist da, wo ich markiert habe. Ach so, okay. Okay. Ich hab das nicht umsonst markiert. Irgendwo alles da. Klar. Dann fahr ich da hin. 4-2-1-5-5-6-20-20. Ach du Scheiße. Ja, ah, okay. Senden Sie uns mal mit Dispatch, komm. Ja, check. Langsam. In den Weinmut sitzt sie so schnell. Da lang, links. Ja, ich sehe es. Aber warum stehen die hier? Keine Ahnung. Warum stehen sie hier? Weil wir einen Unfall hatten. Okay. Wir... Oh Gott. Ah, hier ist nicht Adam dabei, oder? Wir fahren mal weiter und gucken nach dem Kollegen. Hat sich Kontakt zu dem Motorrad mit dem gelben Auslassen, ist in den Vinewood Hills, biegt jetzt ab Richtung Norden, fährt Richtung Observatorium hoch. Ich muss im Live-Tracking gucken, bleib mal stehen. Bleib stehen, ja. Weiter fahrt Richtung Norden, hält sich aktuell an die Verkehrsregeln. Nicht weiter bewegen. Bleib stehen. Kubino, ich benutze Quant 5, das war's. Die 519 bewegt sich gerade hinter uns. Ja, U1-0 hat beide Motorräder, einer hat eine Langwaffe gezogen, richtet sie auf uns. Wir ziehen uns zurück. Ach du Scheiße. Beide Motorräder ungefähr auf Höhe des letzten Dispatches der U1-0 die Straße hoch. Der zweite hat möglicherweise auch gerade eine Waffe gezogen, auf uns kurz gerichtet. Shots fired. Welcher stimmt? Shots fired. Pa, zu den anderen. Wo sind die? Einmal Dispatch nennen. Markier. Hinter uns. Okay. Aber nicht so schnell. Womöglich hat der schwarze Motorradfahrer auf den gelben Motorradfahrer geschossen. Es ist gerade unklar. Was? Haben sich Kontakt zu beiden verloren. Langsam. Möglicherweise auch Warnschüsse uns gegenüber. Wir wurden aber nicht getroffen. Ja, auf jeden Fall äußerste Vorsicht, keine Alleingänge, wenn Langwaffen gezogen werden. Aber was mit Torres? Wir haben vermissten Kollegen. Der fährt immer noch, der hat sich noch nicht gemeldet. Der kriegt von mir keine Ansage. Digga, what the fuck? Ja. Die Kollegen haben extra gedreht. Ja, letzter Sichtkontakt war hier oben. Der schwarze Motorradfahrer stand da. Gelbe Motorradfahrer hat noch ein paar Kreise um uns gedreht. Und dann hat der schwarze Motorradfahrer eine Waffe gezogen. Wir sind halt zurück mit dem Fahrzeug. Und dann ist der gelbe Motorradfahrer los Richtung schwarzer Motorradfahrer. Und dann wird geschossen. Aber unklar, ob auf uns oder gegenseitig. Also, das konnten wir nicht erkennen. Okay. Haben wir eigentlich den Status der 519 gerade? Ja, der fährt munter rum. Der kriegt gleich noch eine Antwort. Aber kann es sein, dass er vielleicht doch... Also, wir sollten ihn nochmal anfunken, falls er vielleicht doch. Also, vielleicht fährt er nicht, sondern wer anders. 519 Junge, warum hat er vorhin nicht geantwortet? Oh ja, Mann, okay. Das klär ich jetzt. Alles klar. Aber könnte danke auch sein, dass sie unseren Funk wirklich abhören, weil es war schon verdächtig. Warum hast du vorhin nicht geantwortet? Als wir gesagt haben, Speedcam-Ausdruck, ist der direkt in die Hills abgebogen. Ja, und Hills sind wir halt richtig warum gefixt. Warum hast du kein Dispatch einfach gesendet? Willkommen zurück, Herr Cooper. Hallo. Ich verstehe dich gerade nicht. Könnt ihr mal ganz kurz leise sein? Ja, wir sind still. Bitte nochmal. Ja, das ist richtig scheiße. Ja, wir sammeln uns alle bei den verunfallten Kollegen. Jo. Er hat nicht geantwortet, weil sie eine Waffe ins Gesicht gehalten haben. Okay. So, einmal zu den Kollegen. Ja, Standard. Ja. Die waren hier runter, ne? Oder links runter? Ich glaube links runter. Hier irgendwo, keine Ahnung, da...
Ja, ich glaube, das ist ein Grund, um die Gefahrenstufe zu erhöhen. Eine Information der 526 ab sofort gilt Gefahrenstufe Bravo. Sofern Sie in nächster Zeit zu Ihrem Departement zurückfahren können, ziehen Sie umgehend die andere Weste an 526 Ende. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Hinter uns waren Wagen. Unfassbar. Ein pfiffiger Zuschauer hat es in unsere Reihen geschafft. Okay, anscheinend geht es denn wieder gut, ne? Weil die müssen ja da fahren. Die sind beim Milton Road. Hier. Mach mal Sirene aus, ne? Da sind die. So, links von uns. Ich hab's gesehen. Aber erst als ich markiert hab. Erst als ich abgebogen habe, hab ich's gesehen. Aber, warum fahren die uns alle hinterher? Ich hab keine Ahnung. Wir haben doch. Also. Naja. Also, hier sind die. 09, wir begleiten Sie. Ich kann wie so eine Entenmama. Okay, die fahren aber gerade. Ja, wo wollen wir hin? Da also, sind die. Wir fahren hier rechts. Ja, du wolltest, glaube ich, deine Langwaffe holen, ne? Ja, jetzt haben wir erstmal zu den Kollegen. Ja. Wir fahren jetzt zu den Kollegen. Wenn es allen, wenn ich sicher bin, dass es jedem gut geht, fahren, fährt jeder in sein Department. Zieht sich seine andere Weste an, ich hole meinen MP5 und dann... Oh lol, hinter uns ein paar, ja. Wir fahren... Ah gut, vielleicht ist das ganz gut, dass wir die begleiten, die jetzt, die einen kaputten Wagen haben, oder? Ja. Nur die Frage ist, ob wir das mit fünf Mann, also mit fünf Autos machen. Aber... Oh Mann, ey. Und das Geschenk beim VPD liegt immer noch da, ne? Keine Ahnung. Jarula, ne? Danke für dein Follow, da hatte ich das gerade schon gesagt. Ich hab Demenz so ein bisschen. In dem Alter. Schön, dass du hier bist. Und Michael ist auch am Start. Moin, ich bin Ramona aus dem FN-Stream. Ja, cool, hi. Also, ich hole euch einmal nur ab, der Leiter der State Police, der Commissioner Weiss und seine Frau wurden gestern Nacht entführt und heute werden wir mit langen Waffen bedroht. Das ist auf diesem Server nichts Normales. Vielleicht kennen manche von euch... Jetzt löst sich vom Konvoi und überführt zurück ins MD. Check, check. Was ein Tag. Und er hat gerade erst begonnen. Ich weiß, was du meintest, warum du direkt in den Feierabend wieder gehen wolltest. Können die mal ein bisschen mehr Abstand halten? Wegen sind viel zu unvorsichtig gerade gefahren. Wer? Die hinter uns? Alle. Achso. Alle waren so unvorsichtig. Ja. Auch bei solchen Situationen. Man muss gerade in den Hills vorsichtig fahren. Da können die mit 200 mph fahren. Interessiert mich ein Scheißdreck. Unsere Leute fahren nicht so, dass sie sich gegenseitig über den Haufen fahren. Ja. Ja. Nur mit der schwarzen Tasche im Eingangsbereich vom VPD. Wir haben es mit. Wir ja, bitte noch nicht anrühren. Wir schauen uns gleich gemeinsam an. Check. Haben wir. Ist das FD da? Wegen Sprengstoff? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Zuständige da ist. Warte, ich glaub, die bleiben nicht stehen, überholen. Ne? Die können nur nicht so schnell. Achso, okay. Ja, bitte nicht dachte, überholen. Ich dachte, die wollen hier parken. Nein, hier parkt keiner. Die fahren zur Werkstatt. Fahren wir weiter. Park da vorne, ne? Ja, warte. Hier, absperren. Ja. Stell dich mal hier an die Seite.
Da steht die Tasche. Die Tasche liegt direkt jetzt hier vorne. Ja. Ja, haben wir gesehen. Oh Mann, ey. Ach, so habe ich mir die Frühschicht heute nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Aber es geht allen Officern gut, ne? Das ist ja das Wichtigste. Mehr oder weniger, ne? Wenn alle gleich da sind, mache ich auch nochmal eine Ansage. Gerade in den Hills müsst ihr trotzdem vorsichtig fahren und nicht so Kamikaze-Manöver ziehen, weil ich glaube, die Unfälle sind alle nur aufgrund von Eigenverschulden mit den Kollegen. Ja. Das geht nicht. Wenn ihr unsere Fahrzeuge zu Schrott fahrt, lasst die Leute. Also ich muss ehrlicherweise sagen, der vor Michael da gedreht hat, war aber auch völlig lost. Interessiert mich nicht. Ihr fahrt alle vorsichtig, brettert nicht über die Kreuzung und Intersection-Clearing war heute auch nur bei einem Fahrzeug vorhanden und das war unseres. Auch bei solchen Situationen Intersection-Clearing. Wir haben auch noch andere Leute hier in der Stadt. Okay. Geht's euch? Ja, ordentlich durchgeschüttelt. Ich glaube, es gibt noch Kopfweh. Miss Troyer, wie sieht's jetzt aus aktuell? Mir geht's Auto soweit in Ordnung. Ich habe schon eine Tablette genommen. Wer war denn vom FD vorhin da? Kacke, wie heißt der denn nochmal? Edward, genau. Oh, was? Ja. Was war die Info von denen? 923. Ich hatte mit Stimmverzerrer Anruf auf der 999 mit. Ja, warte. So. Mal gleich. Letzten Moment. Ganz oben auf den Hills auf der Auffahrt Richtung Observatorium. Der schwarze Motorradfahrer stand da, hat eine Waffe gezogen. Wir sind dann schlagartig zurück. Der gelbe Motorradfahrer ist um uns herum gekreist. Ist dann weggefahren Richtung schwarzer Motorradfahrer und dann wurde geschossen. Uns ist aber unklar, ob auf uns geschossen wurde, in die Luft oder gegenseitig. Eigentlich wäre hier noch ein Wagen wichtig. Wir machen mal bitte Folgendes. Und zwar den Eckbereich hier so mit nochmal mit ein, zwei Streifenfahrzeugen. Ich hol was Dickes? Chris mal raus. Okay. Danach hole ich meine MP5. Ach so, ja, ich hole meine Shots. Ja, ich hole mal kurz Chris raus. Ach ja, ja, genau. Ich überlege gerade, ob ich über den Hintereingang mich reinmog. Ja, ist scheiße. Ich glaube, das ist kein. Oh Mann, ey, Chat, was für eine. Für eine Frühschicht. Also wir warten jetzt hier gerade eben, ich glaube, dass das FD kommt, wegen, falls das ein Sprengstoff sein sollte. Wollen wir mal diese unfassbar. Ein pfiffiger Zuschauer hat es in unsere Reihen geschafft. Wir machen, ja. Unter einer Kreuzung, ja. Ja, wir haben die Straße oben schon abgesperrt, dann diese Straße. Ja, ja, genau. Kann das kurz jemand übernehmen, das war super. Ich rumrenne, mein Kopf brummt. Vielleicht kann mich ein Officer begleiten, falls hier jemand hinkommen sollte. Top. Oh, dann trage ich so lange den Bums hier. Ja, ja. Ja, das ist ein Morgen, wa? Man merkt, dass unser Commissioner entführt wurde. Soll ich sagen. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die vielleicht hier gleich wieder dran vorbeifahren, weil die wissen ja, dass uns der Bums hier die Tasche auch interessiert. Ja klar. Und nachdem wir sie verloren haben. Sie genau, ja. Die sind zwar Richtung Norden gefahren, aber das heißt nicht so schnell, wie die unterwegs waren. Ja, das stimmt. Ach, wir machen das hier richtig schön. Jetzt kann ich das auch noch aufstellen. Soll ich noch einen Streifenwagen holen? Nee, ich glaube, das reicht.
Ich war ja ewig nicht in San Andreas, sondern war ich gestern auf dem East Highway unterwegs. Ja. Und plötzlich ist da eine Riesensperrung. Das war auch ein Schockmoment. Ja, willkommen zurück, würde ich mal sagen. Ja. Ich glaube, ein besseres Willkommens-Zurückgeschenk kann man nicht kriegen, oder? Nö. Leiter der Behörde direkt entführt. Ja, genau. Und Leute bedrohen dann mit Langwaffe, das ist schon cool. Ja. Wahnsinn, ey. Wow. Hoffentlich hat es bald wieder ein Ende. Hoffentlich. Und der Commissioner kommt halt zurück und seine Frau, ne? Die wurde ja offenbar auch, ne? Ja, ja, entführt. Genau. Warum stehen die jetzt da? Kann da von der Straße aus. Ey, einfach fantastisch. Hast du wieder die Stressente? Okay. Jetzt sag ich Stopp. Alle gucken nach vorne, keiner guckt nach hinten. Da kommt ein Motorrad von unten, aber das heißt noch nichts, ist eine große Stadt. Warum fahren die Leute immer in den Gegenverkehr, wenn es abgesperrt ist? Ja, ist schön. Ich wollte schon sagen. Jetzt geht's aber los. Okay, ist auch ein Roller. Du warst zweirädiges. Ja, ein Roller ist auch noch ein schlechtes Motorrad. Fährt jetzt mit dem Roller durch die Fußgängerzone. Schön. Wenn wir keine größeren Probleme hätten, ne? Ja. Meine Güte, Cooper, bist du fetter geworden? Ja. Ja, dachte ich mir. 7 Kilo zugenommen. 7 Kilo zugenommen, sieht noch mehr aus. Frech. Und weniger Haare, ne? Mhm. Wobei, das ist, ja. Belastend. Bisschen kürzer rasiert. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Du solltest doch auf Sonnenschutz achten, ne? Weil oder? Ohne altert die Haut schneller. Ja, ich mach immer 100 drauf, deswegen trage ich auch Langarm. Aha, verstehe. Dass sie sich da nicht zu Tode schwitzen, wundert mich. Doch, das auch, aber lieber dann keinen Hautkrebs haben. Aber nichts schlägt heute Fontaines Schuhe. Dann lieber die riesigen Schweißflecken unter den Armen. Ja. Ja. Der alles klar. Irgendwann ist es halt ein Fleck. Genau. Dann fällt das gar nicht auf, dann ist die Uniform dunkelgrau. Ja. Ja, wir haben gewechselt auf schwarz. Hey, aber ne, für solche Momente habe ich natürlich auch immer, Sonnenschutz ist wichtig. So. Elistier ist auch nicht erfreut. Ja. Okay. Da haben umgewendet. Wir auch Probleme. Also. Ja. Der hat aber direkt schon wirklich Vollgas rückwärts so. Ja. Mhm. Wahrscheinlich liebe die wieder abgeschippt, geil, keinen Bock. Wieder ein Motorradfahrer, aber wieder ein Roller, glaube ich, das ist kein Roller, ja. Könnte der gleiche sogar sein. Ich glaube, wirklich. Ja, Michael, so habe ich unsere Rassenstreifenfahrt mir nicht vorgestellt wieder. Nee, ich mir auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber dir geht es soweit gut, also physisch, ne? Psychisch ist immer eine andere Sache, wenn man mit Langwaffen bedroht wird, aber... Ja, ist so, ne? Keine Ahnung. Schon ein bisschen gerade die Pumpe gegangen. Ja, das glaube ich. Deswegen... Sugar Girl, also, danke für dein Follow. Noch kein Dispatch sind, ne? Naja, das glaube ich. Ja, und dann muss man das da ja auch noch unauffällig zum Knopf greifen. Mhm. Ja, und ich weiß halt nicht, wo der Knopf auch ist. Das ist so ein bisschen. Ah. Einmal unsere Kollegen, Funkgerät aktuell aus, Handys aus. Kein Einsatz von diesen Kommunikationsmitteln. Funkgerät abschalten. Handy mache ich im Flugmodus. Habe ich auch gemacht. Oh, Frage heute noch Fortnite wahrscheinlich nicht, ne. Der Knopf, ne? Im Wagen, der sieht aus wie ein Y. Okay, alles klar. Und der ist in der Nähe quasi unter. Also direkt auf deinem Fahrersitz. Das heißt, ich glaube, man kann den auch mit dem Knie zur Not drücken. Ich glaube, wir sollen auch darüber. Ja, okay. Und damit du Bescheid weißt. Aber in so einer Situation, da denkt man auch an andere Sachen. Ja. Gut, du musst dir jetzt da das Tablet hochziehen an der Seite. Und dann tippst du einmal rein und gibst mir das Kabel einmal raus und löst die Trommel rechts am Sitz.
Ja. Danke. Oh Mann, Leute, ey. Hättet ihr das gedacht? Dass so die Schicht aussieht? Und immer noch kein Alt-V-Update-Chat. Darauf warte ich, ja. Alle auch mal ein bisschen die Dächer mit dem Auge behalten, nicht dass sie uns nachher wirklich beobachten. Hm, ich sehe gerade keine Motorräder. Meint ihr nicht, da hätte man auch mal abspielen können? Die Ecke reicht doch gerade. Reicht das vom FD aus? Levante. Okay. Ich meine nur, weil die können halt von da vorbeifahren. Ja. Und ich bin der Meinung, vom VPD sollte alles abgesperrt sein. Wollen wir das mal machen? Ja, jetzt ist der Drops gelutscht. Okay. Du bist schließlich in der Hierarchie höher. Brando, hast du es mitbekommen, ne? Mit den Funkgeräten und Handys. Wir haben gerade die Durchsage, dass wir das alles ausschalten sollen. Ja, ich funk sowieso nicht in der Nähe von sowas. Okay. Aber habt ihr auch der Leitstelle Bescheid gesagt, dass wir aktuell nicht erreichbar sind aufgrund von... Ich hoffe, dass das quasi dann Levante gemacht hat. Ich hab nichts. Ich geh mal rüber. Okay. Von der Leitstelle spricht. Bitte? Hm, egal. Was macht ihr? Also hier steht vielleicht eine Bombe. Du siehst da hinten rechts die Person, die gerade das, die sich das gerade anschaut. Das ist so ein Sonderbombenentschärfungsbums-Typ. Die wurde hier vorhin abgestellt von zwei Motorrädern, die wahrscheinlich im Zusammenhang damit stehen, unseren Commissioner, also unsere Leitung der State Police entführt zu haben. Die haben auch gerade schon Warnschüsse abgegeben und uns mit langen Waffen bedroht. Das ist hier quasi gerade so Thema. Und jetzt warten wir gerade darauf, dass der Herr vom FD... Also der Spezialist für Bombenentschärfung uns Freigabe gibt, da reinzuschauen. Also an eurer Stelle würde ich mal ein bisschen näher ans Fahrzeug dran, weil wenn es hoch geht, der ist gepanzert. Alles geht klar. Doch. Ich bin ready. Gott, ich finde das so geil, wenn es hier jetzt gleich eine riesen Explosion gibt und das VPD zum zweiten Mal abfackelt. Das wäre so krank, und wenn das einfach alles um 12.30 Uhr morgens passiert. Okay, sehen wir irgendwo Motorräder? Gerade nicht. Die Leitstelle weiß jetzt Bescheid. Hm. Okay. Gehen Sie doch noch ein Stück zum Auto. Das ist hier gepanzert. Danke. Wo ist Herr Levant? Im Fahrzeug. Okay. VIP-Platz hier oder was? Logan? Okay, der ist immer noch an der Tasche. Also eigentlich müsste doch dann da was drin sein, oder? Ein Sprengstoff? Weil sonst wäre er ja nicht immer noch an der Tasche.
Oder? Wenn man im Real Life so lange an der Tasche, wenn die einfach komplett fein ist, dann vielleicht schon. Ich hab von dem ganzen Bums wenig Ahnung. So, und wir müssen jetzt natürlich die ganze Zeit hier im Auge behalten, ob irgendwo Motorräder kommen und auf uns schießen wollen. Wäre jetzt nicht undenkbar. Das ist ein Streifenwagen. Und da sind sogar auch nochmal drei Mann drin. Also richtig, eigentlich gute Besetzung morgens. So, hi. Hallo. Hallo. Das ist Rob Price. Vielleicht kommt euch die Stimme bekannt vor. Mhm. Das ist Metallkopf, der Spieler dahinter. Tut das doch gut. Das erinnert an alte Zeiten, Fontaine. Und mit dem haben wir schon mal Farm Simulator gespielt. Wir haben schon. Und auch Ready or Not fällt mir gerade auf. Troyer, Ihnen geht's soweit gut? Ja. Die Tablette wirkt. Sehr gut. Warte auch. Dem brummt der zusammen mit Kulwalski, genau. Naja, dachte ich mir schon. Checks. Okay. Alles gut? Fragezeichen? Scheint so. Entwarnung. Okay. Entwarnung ist nichts. Alles gut. Ich gehe mal ganz kurz alleine ran. Schau mal kurz nach. Rebecca, kommst du kurz mit? Ja. Hm. Jetzt trotzdem noch nicht die Sicherung so aufgeben hier. Nee, nee, eben. Na klar. Boah, das ist auch so eine Standardfrisur, ne? Die links. Perfekt, ne? So hat sich Frühschicht gestern nicht vorgestellt. Soll einer nochmal sagen, in der Frühschicht passiert nichts, ne? Ja, super, ne? Ich leider, alles gut? Na klar. Also, den Umständen hier entsprechend. Mhm. Aber jetzt. Du bist ja auch kurz um 20 Jahre gealtert. Ja. Ich muss morgen zum Frühstück. Leider, das sieht man ihn nicht an. In weiß? Danke. Ab morgen alles hier weiß, glaube ich, oder? Ich habe jetzt graue Haare. Ja. Sagst du, wie es ist. Ja, ich sehe da schon den Ansatz an der Seite. Ich glaube, ich werde alt, ohne Scheiß. Graue Haare, wenn das so anfängt. Weiß, was die nächsten Tage auf mich zukommt. Hm. Willst nicht da weine ich. Ach ja. Vor Snyder, das gleiche wird auf uns zukommen. Ja. Sorry, Chat, ein bisschen müde. Warum bin ich müde? Dass wir Urlaub machen. Ich glaube, jetzt hast du genügend, haben sie genügend Argumente. Alles mit nach vorbei. Ich glaube, da wird heute nur ein Gespräch folgen. Um die Jahreszeit. Kuba? Ja. Mhm. Boah, vielleicht muss ich da mal hin. Kuba in Cooper. Kuba in Cooper. Ach Gott. Dann werde ich noch so ein Venture-Tuber. Ja, guten Tag. Kuba in Cooper. Boah, das, das könnte auch so ein Social-Media-Format sein. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Wenn es hier nicht funktioniert. Ja, alles klar. Das stimmt. Ist auf jeden Fall sicherer. Ist der Cooper? Es ist lange her, ne? Ja. So kennen sie mich vielleicht besser. Dreck und weg. Ah, ja, das, ich glaube schon. Da haben sie mal geputzt, Dean Davis. Den Preis gewonnen hat. Mhm. Ah. Hat auch den Namen, ne? Und jetzt sind sie bei der Cell Police, ja, Glückwunsch. Jetzt bin ich da. Ja. Er hat den Trostpreis gewonnen. Oh, wow. Snyder? Was los? Ich
Ich glaube, wir reden heute nochmal ein ernstes Wörtchen, ne? Ah ja, machen wir das. Mhm. Absolut. Mhm. Okay. Dieses Standoff würde ich gerne, also da würde ich gerne als Zuschauer dabei sein, ne? Nein. Dass du dabei sein möchtest, war mir klar. Okay. Ja, klar, leider. Ja, eigentlich habe ich nicht so wenig geschlafen, glaube ich. So. Nee, nee. Also ich habe jetzt nicht den besten Schlaf, aber... Machen wir das? Eigentlich nicht zu wenig. Ich denke schon. Ich hoffe, sonst hättest du es mir schon lang gesagt. Passt schon, alles gut. Eben. Ach, ja. Was gewusst hätte, hätte ich meinen Laptop mitgenommen, hätte von zu Hause aus gearbeitet. Oh. War ich nur pro Argumente für Homeoffice. Nun. Ich gehe davon aus, wir können zwischen wieder den Funk anmachen. Oh, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube aus anderen Gründen. Ja. Frage ans FD. Glaubt ihr, unser Job funktioniert auch mit Homeoffice, oder? Ja, so 60-40 oder so, ne? Ja. 60% Homeoffice, 40. Ja, 60% schreiben wir ja. Also passt doch. Ja, warum nicht? Ja. Das ist ja einfach mal ausprobieren. So. Einfach mal ausprobieren, ja, das klingt nach einem guten Plan. Also ich finde, jetzt ist die beste Zeit dafür. Hm. Vor 3 Tagen gesagt, weil da habe ich mich mit einem Kollegen über die Golden Olympus unterhalten, weil das die schlimmste Zeit des Kollegen war, mit dem ich unterwegs war. Und ich habe gesagt, ich hoffe, ich werde so etwas niemals erleben. Und heute fängt dieser Tag so an. Na, Golden Olympus kann ich mich auch noch dran erinnern. Mit der Commissioner entführt, also. So, Urlaub klingt, wie gesagt, eigentlich noch eine ganz gute Option. Mhm. Ja. Zumindest wirkt das jetzt hier recht ruhig, ne? Keine Hast du es gesagt? Ja, ich. Das hast du es gesagt. Ich sowas nicht, ich bin da nicht abergläubig. Ich wünsche mir auch ab diesem Moment eine ruhige Geschichte, zumindest eine ruhigere. Ja, das ist. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe auch, dass es heute einfach ruhig wird. Einfach danach. Einfach. Das hat jetzt gereicht. Aber wenn ich dir jetzt mal die Hoffnung nehmen kann, ich glaube nicht, dass das passiert. Du, ich weiß, was ich gestern noch zu Edwards beim Ausbilder gesagt habe. Ich habe gesagt, okay, Edwards, ich werde heute nur mal ein bisschen Mittagsschicht machen. Dann werde ich lange den Dienst unterbrechen, weil es heute Abend wiederkomme. Ich glaube, das kann ich mir halt abschminken. Ich glaube, mit 6 Stunden Dienst unterbrechen wird das heute nichts, weil da fühle ich mich schlecht. Ach. Die Welt kannst du nicht mehr retten, aber es ist sehr ehrenhaft von dir. Dass du dann im Dienst bleibst. Bis ich die nächsten Beschwerden kriege, weil Check. Ich so lange Check. Im Dienst bin. Und wieder geben alle ihre Stellung auf. Das ist faszinierend. Mhm. Vor allem ist es... Also meines Erachtens nach ist es wirklich nicht unwahrscheinlich, dass hier gleich ein Drive-By kommt. Die Kollegen von der State Police kommen bitte einmal zu mir. Hm. Check. Herr Snyder, Sie können auch kommen. Alright. So, ich möchte nicht ganz so laut schreien, kann mich jeder hören? Ja. Check. Yep. In der Tasche war die Dienstwaffe von Herrn Weiß. Zwei Funkgeräte, ein Ehering, ein Foto von Herrn Weiß und 2 Zettel. Auf einem Zettel stand eine Stückelung und auf dem anderen Zettel, also eine, ne, die wollten, also war eine Summe, ich glaube $250,000 und dann war aufgeschrieben, $1 Scheine x-mal, ne, damit es auf Summe Peng kommt. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Auf dem anderen Zettel stand drauf, dass Sie Geld von uns möchten, in genau dieser Stückelung, dass es beiden gut geht, wie man auf dem beigefügten Bild sehen kann,
Und dass wir nicht nach dem Offensichtlichen suchen sollen, sondern im Verborgenen. Herr Levante bringt das gerade alles runter in die Forensik. Zumindest wissen wir das laut dem, was die Herren geschrieben haben oder die Herrschaften, dass es Herrn Weiß gut geht. Es gibt auch einen Fingerabdruck auf dem Foto. Den müssen wir noch abgleichen, ob das der von Herrn Weiß ist. Und es wurde auch mit dem Namen unterschrieben. Müssten wir gleich den Herrn Levante nochmal fragen, weil ich habe den jetzt nicht im Kopf. Aber dann wissen Sie schon mal, laut der Aussage dieses Zettels geht es beiden gut. Weiß einer, ob die Miss Weiß auch ein Funkgerät bei sich trug? Ja. Moin, Toba. Okay, dann war das vielleicht auch ihrs. Aber die Schusswaffe war definitiv von Herrn Weiß. Das habe ich abgeglichen mit der Seriennummer, aber da waren keine Magazine drin, das war unten leer. Wir treffen uns auch gleich mit Herrn Levante oben auf der 3. Dann können wir doch nochmal drüber sprechen und dann würde ich gerne nochmal was zu der 1060 von eben sagen. 1060? Und danach. Die Verfolgung, die wir gerade hatten. War nicht ganz so schön. Hm, okay. Wenn wir damit durch sind, fahren alle, die noch keine Weste haben, ins Department und holen sich ihre Westen, bitte. Was waren das für Fahrzeuge bei der 1060? Zwei Motorräder. Aber ich weiß nicht, was für welche. Ja, das ist ja nur Sport, meine Kollegen. Zwei Sportmotorräder, ein Aufsatz gekleidet, einer mit. Weiß ist entführt. Mrs. Weiß auch. Ne. Doch irgendwas, was ich meinen Kollegen dann mitgeben muss. Miss Rosegarten zum Beispiel. Irgendwelche Infos. Oh, da am besten. Also, der in Schwarz hatte eine lange Waffe dabei. Hatte lange Waffen, okay. Ja. Gut, das reicht schon. Super. Er hat euch aber nicht erwischt, oder? Ne, der hat irgendwo hingeschossen, keine Ahnung, auf den einen, auf den anderen oder in die Luft. Mhm. Damit auf jeden Fall auch geschossen. Okay. Okay, ich gehe mal rüber zum FD. Mhm. Check. Weiß einer von euch, wann die Verfolgungsjagd begonnen hat, ungefähr? Moment, ich guck kurz auf meinen Notizblock. Wir können gleich schauen, wann der Anruf kam. Ungefähr zeitgleich fing die an. Kurz am 11.57 Uhr kam die 1099 und um 11.58 Uhr begann die Nahbereichsfahndung mit inklusive 1060. Hätte ich auch geschätzt. 11.57 Uhr. Ja. Gut. Oh Mann, Gut. So, ich mach Urlaub, wer kommt mit? Ich komm mit, ne? Ja, das war mir klar, deswegen frage ich dich nicht direkt. Aber Sunshine, lass mich doch neben Stich, hör mal. Ne. Fantastisch. Für heute. Tommy. Die sind noch ein bisschen zu locker, finde ich. Dafür, dass gerade auf die mit Langwaffen geschossen wurde und der Leiter der Behörde entführt wurde. Tommy. Mach das mal in echt. Ich glaube, da sind die Polizisten nicht so locker. Jetzt gerade. Ja, ja. Deinen Anruf konnte ich irgendwie nicht entgegennehmen, da lag ich im P. Ich möchte ja kein RP bewerten. Info-Hotline. Achso, ja, so früh morgens, er ist völlig krank. Genau. Wir hatten schon eine 1060 mit zwei Motorrädern. Ja. Auf zwei Kollegen wurde geschossen, aber ohne, dass sie getroffen wurden. Ja, und wir haben drei Unfälle gebaut. Aber nur unter der State Police, weil wir richtig verkackt haben in der Verfolgung. Ja, warum? Hallo? Können wir mal schnell MAPD überführen? Da sind noch Kollegen. Ich glaube, alleine Überführung ist gerade ein bisschen schwierig. Nee, ist gerade schwierig. Wer ist es? Rivers. 277. Ja, check. Keine okay. Verarsche. Ja, check. Ja. Holen wir gleich ab. Ja. Okay, wir holen dich gleich. Nee, doch, eigentlich schon. Wir kommen gleich, okay? Müssen gleich die Sperrung dann noch aufheben und die Hütchen wieder einsammeln. Ja, bis gleich. Oh Mann, ey. Ja, dann überführt eben, holt sie ab und sie müssen einmal ihre Weste dann direkt mitholen. Genau, Kane, du bleibst hier. Troyer kommt mit mir mit. Dann gehen wir direkt nach ihre Weste holen. Und holen die Kollegin ab, ja? Ich nehm kurz den Scout mit, ja? Ja.
Ja, das Stehen macht jetzt ein bisschen müde, ne? Okay, hab's gesehen. Und wer soll entführt worden sein? Mr. Weiss und Mrs. Weiss. Überführung MRPD. Also Commissioner Weiss und seine Frau. Und die wurden auch gestern, also heute Nacht entführt. Und jetzt wurde vorhin so ein Paket vor die Tür gelegt, so eine Tasche. Und da sind beide Schusswaffen drin. Von Mr. und Mrs. Weiss. Und ein Foto von beiden. Ihre Funkgeräte. Sowas. Aber gleich findet nochmal eine Besprechung statt. Da wird das auch noch mehr erwähnt. Aber ein ereignisreicher Morgen. Eine besondere Frühschicht. Der Arme, der wollte doch in den Urlaub im Relife. Ja, das war aber, glaube ich, schon geplant, oder? Ah, die machen das jetzt, glaube ich, so, dass das Event, das ist ja das Team, was da auch hintersteckt, zum Teil, glaube ich. Die machen das jetzt so, dass er entführt ist in der Zeit, wo er im Urlaub ist. Und die Polizei auf Trab halten. Ist meine Vermutung. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und natürlich weiß Michael Cooper davon gar nichts. Aber ich spiele so, als ob der Commissioner jeden Moment zurückkommen könnte. Aber, naja. Wir werden sehen. Ich glaube, das ist eher so für die Überbrückungszeit, wo er im Urlaub ist. Und ist ja auch cool gemacht. Aber ich finde das auch nice, dass das Team schon morgens quasi, also vormittags, auch den Leuten, die vor allem vormittags spielen, quasi dieses RP gibt. 1, 10, 20 MRPD. Das finde ich eigentlich schon ganz wild. Weil sie könnten das halt auch zu Primetime, wie immer, machen quasi. Keine Ahnung, 20, 21 Uhr. Aber ich finde, so hat das auch was, wenn ich ehrlich bin. So. Ich soll nochmal liebe Grüße und Tschüss vom FD sagen. Danke. Soll ich die Sperrung gleich aufheben unten? Ja, wir warten eben, bis das FD weggefahren dann, ist, dann okay. Heben wir die Sperrung auf und dann gehen wir einmal alle auf die 3. Check. Genau, Poise ist mit Toya gerade Rivers abholen und Toya holt direkt dann im Zug ihre Weste. Rivers. Die 77. Adam, kommst du einmal mit? Dann sammeln wir da mal die Hütchen ein. Ja. Bis gleich. Ich bin mal gespannt, ob es gleich Anschluss für die 1060 gibt. Ja. Also gut, haben uns erstmal ein bisschen über dich aufgeregt, aber wenn du halt gerade in dem Moment eine Langwaffe im Gesicht hast, da kannst du nicht funken. Sie kann mir das gerne persönlich sagen, wenn sie das jetzt versammelt mit der Mannschaft, dann gehe ich danach außer Dienst. Das brauchst du ihr jetzt nicht erzählen, ne? Aber wir saßen ja gemeinsam im Auto und als sie dann gehört hat, dass du halt eine Langwaffe in dem Moment im Gesicht hatte, dann war das auch Geschichte. Das wusste sie halt nur vorher nicht, weißt du? Ja. Und war deswegen ein bisschen... Check. Aber dann war sie auch direkt, ja gut, was soll er machen, ne? Das war klar dann. Vor uns ist einer komplett gedreht und wir sind da reingefahren. Das war der erste Unfall, aber der war harmlos. Wir sind auch weitergefahren und konnten weiterfahren. Und dann sind, glaube ich, noch zwei andere Autos von uns verunfallt. Das war nicht ganz optimal und das Wendemanöver natürlich, ich hätte auch bremsen können, aber du musst dir vorstellen, wir sind da lang gefahren, ne? Und die wenden innerhalb von 2 Sekunden direkt vor uns und ich fahre damit 50 lang, das war nicht ganz elegant gemacht, sicherlich von beiden Seiten und ich denke, das wird Thema sein. Ja, das ist halt, bei solchen Situationen, ey, wenn das jetzt schon wieder so losgeht wie bei Golden Olympus damals, weißt du, dann ist dir... Tom ließ sich nach dem Stream, wenn. Ich kann jetzt nicht währenddessen lesen. Weil das darf ich nicht. Aus Metaschutzgründen. Ich hatte noch nie so viel ich hatte wirklich noch nie so viel zu tun. Ja, Das ist aber auch. Hast du so alleine im Auto zu sitzen bei sowas? Bring einmal die Hütchen weg. Die haben uns den Wagen natürlich mit den Hühnchen auch so weit wie möglich weggestellt. Dann super, dass das gerade reinkam, wo wir die Überführung hatten. Ja, ey, das tut mir auch voll leid, dass du genau in dem Moment allein im Auto saßt. Und das haben die natürlich sofort gemerkt, ne? Haben sie sich rausgesucht. Dich dann.
Na. Weil in dem Moment ist natürlich eine Einzelstreife. Ja, ich stand halt auf einmal, erst habe ich nur das gelbe Motorrad gesehen, das hat dann auch mit der Waffe umgezogen und dann kam das schwarze. Und dann hab ich in zwei Waffenläufe geguckt und da habe ich dann eh nichts mehr gesagt. Nein, klar. Und auch in dem Moment kann man, glaube ich, schlecht dann Dispatch auslösen. Also auch das. Sollen wir schon rein eigentlich? Ich habe keine, wenn ich. Nicht da irgendeine falsche. Wir sollen schon rein, ne, glaube ich. Was? Ja, da hast du recht, Adam. Ja, und dann letzte Woche die 414, die in die Luft gejagt wurde. Ich hab's einfach nicht mit Fahrzeugen. Da war ja was. Ach, schön, dass du wieder da bist, Mike. Hey, danke. Ich dachte nicht, dass es so aufregend wird. Fletcher Da ist er doch, Mensch. Was kann denn, was da hat? Der war mir zu voll. Nun. Ich bin einmal vorne. Und dann. So, ich gehe einmal noch ganz, ganz kurz pipi. Ich bin gleich da, ja? Obwohl, das sieht doof aus, ne? Wollen wir in die erste Reihe? Komm, wir gehen in die erste Reihe. Ja. Ja, Michael, Digga. Ich bin auch dicker geworden, weißt du? Was ist mit Rebecca? Wo ist Rebecca? So. War nicht da oder was? So, alle rein da. Wunderbar. Ich freue mich. Super. Komm mal hier vor. Ja, neuer Snyder. Christopher, ey. Ja. Du brauchst dich gar nicht da hinten in der Ecke verstecken, ne? Ja, weiß ich. Hättest du gerne. Okay. Die ist noch nicht da, scheinbar. Habe ich nichts von gehört, ne. Moin, Jacker-like. Geht sofort los, wir warten noch schnell auf Miss Brand. Check. Jacker-like, hi. So. Was geht? Ja, im RP geht gerade viel. Weiß es auch noch kurz. Wir hatten heute schon Shots feiert. Was denn, Reusel? Weiß. Check, check. Hab's immer noch nicht verstanden. Achso. Price, achso. Bin da. Super. Mr. Levante. Könnten Sie mal kurz den Leitstellen-Laptop rausholen? Oh mein Gott, es gibt einen Leitstellen-Laptop? Die Kriminalität, das ist ja wild. Ganz kurz an alle Kollegen im Gebäude die Weste aus, ne? Hallo. Wieso schaust du dein Handy so böse an? Ich glaube, das mache ich immer, weil ich mich konzentrieren muss, wenn ich lese. Ich war nämlich gerade auf Twitter und ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich glaube, ich brauche eine Brille, das fällt mir immer wieder auf. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn du dann das Ganze einmal zum Schluss sagst.
Okay. Oder Kontaktlinsen oder so, ja. Ich hoffe, jeder kann mich verstehen. Check. Gut. Ich will auch nur einmal ganz kurz etwas zu der Verfolgung eben sagen. Ich weiß, aktuell ist es nicht sehr schön, dass Herr Weiß und Frau Weiß weg sind, also ne, entführt worden sind. Aber auch bei solchen Situationen wie eine Verfolgung mit Motorrädern oder sonstigem fahren Sie vorsichtig. Alles, was jetzt eben passiert ist, hätte nicht passieren müssen, wenn man ein bisschen umsichtiger gefahren wäre und auch Intersection Clearing genutzt hätte. Ich habe das nur von meinem Streifenwagen mitbekommen. Oh, da war Michael drin. Von den anderen nicht, die in der Nähe waren. Denken Sie daran. Herr Weiß bringt es nichts, wenn wir uns gegenseitig ins Krankenhaus fahren, weil wir unvorsichtig sind. Mr. und Mrs. Weiß wurden entführt und wir wurden schon mit Langwaffen heute bedroht. Haben Sie das so mit? Check. Check. Gut. Wunderbar. Also beachten Sie das wirklich sehr, sehr wichtig. Es sind schon genug Kollegen aufgrund von Unfällen und Unzulänglichkeiten verstorben und es ist dann auch mal ausreichend. Gerade die Kollegen, die schon länger dabei sind, haben dahingehend schon mehr als genug erlebt. Denken Sie an sich, sie sind alle samt noch jung und haben da noch einiges vor sich. Gut, jetzt machen wir jetzt in der kleinen Gruppe. Sie haben alle mitbekommen, Mr. und Mrs. Weiss wurden heute Nacht gegen 0.38 Uhr entführt. Es kam jetzt zu einem Anruf auf die 999. Dort wurde mir mitgeteilt, dass man ein Geschenk für uns habe. Die Person hat mir auch mitgeteilt, dass sie nicht ich so denke, auf den persönlichen denke. Kontakt stehe. Das Geschenk war dann die schwarze Tasche. Diese wurde eingehend durch das FD geprüft. Für sowas nochmal, wenn es IOD-Einsätze des FDs gibt, nehmen Sie für die Zukunft das Wissen mit. Kein Handy benutzen, kein Funk benutzen. Möchten Sie eines von beiden Geräten oder irgendein Tablet oder keine Ahnung was benutzen, gehen Sie mindestens 20, besser 50 Meter weit weg. Ja? Mir wurde noch mitgeteilt, dass der Sprengstoff, der in so einer Tasche sein könnte, ausreichen würde, um quasi einen Blockplatz zu machen, je nachdem, was es ist. Was ich immer verrückt finde, ist... Gott sei Dank war jetzt in dieser Tasche nichts in diese Richtung. Es war... Irgendwo steht ein Paket und ist direkt ein Sprengstoff. Ich finde, hier war es aber schon also vernünftig, das zu wissen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die von den Entführten sind. Das wird noch geprüft. Dieses Sprengstoffteam vom FD hat schon viel zu tun. Auch ein Foto von Mr. Weiss drinnen, auf dem auch vermerkt ist, dass es ihm soweit noch gut ginge. Das Foto wird auch nochmal entsprechend unter anderem forensisch untersucht. Es gibt auch mal wieder wir nehmen den Brief so eine Art Rätsel. Inwieweit wir das noch veröffentlichen werden, werden wir mal schauen. Wichtig an dieser Stelle. Oh, es gibt schon wieder ein Rätsel. Machen Sie die kontrollierte und die strukturierte Arbeit weiter. Am schwarzen Brett gibt es eine Tabelle. Wir werden regelmäßig immer und immer wieder die Sektoren durchfahren und beäugen. Das tragen Sie dort bitte am schwarzen Brett auch ein, sodass wir nicht alle 2,5 Minuten am gleichen Sektor rumkurven. Ja. Organisieren Sie sich da. Ich behaupte trotzdem nicht, dass aufgrund der Uhrzeit können wir nicht ständig eine Einsatzleitung gleichbleibend garantieren. Einsatzleitungen bzw. die Koordination wird immer ein Detective, je nachdem wer gerade da ist, innehaben oder die ranghöchste Person. Es wird jetzt gleich im Anschluss auch eine Ermittlungsgruppe gebildet, zusammen mit den Attorneys. Wir haben auch schon das CASA mit an Bord, welches diverse Informationen für uns sammelt. Wir werden auch, sobald jemand aus Del Perro da ist, beziehungsweise Zugang hat zum Account der State Police of Venture, eine Öffentlichkeitsfahndung beginnen. Dort werden wir aber nicht von Mr. Weiss und Mrs. Weiss sprechen. Wir werden neutral von Officern sprechen, welche der Freiheit beraubt wurden. Und dass wir auf die Hilfe der Öffentlichkeit angewiesen sind und alle Informationen an die bekannten Info-Hotlines gehen sollen. Für Sie, Sie werden außerhalb dieser Behörde, außerhalb von Kollegen, niemandem erzählen, was hier passiert.
jedem, der da meint, irgendwo Geschichten erzählen zu müssen und dass Mr. Weiß abhanden gekommen ist, sie kennen die interne Regelung. Sie werden da nicht mehr besonders glücklich, das kann ich Ihnen sagen. Letzten Endes gilt es nach wie vor, Mr. Weiß zu finden. Danke, Jackalike, ich habe Batux gegessen. So ist es auch Mr. Weiß-Politik. Also, das wird niemals klappen. Allein schon, weil Leute Meta betreiben. Ja, Entführer. Oh, ich dachte gerade, ich sei entstummt, Junge. Allein schon, weil Leute Meta betreiben und dementsprechend wissen, dass Mr. und Mrs. Weiß entführt ist. Nicht. Und zum anderen. In einer Art Panik. Als ob sich jeder Kopf an Interne hält. Da wiederhole ich wirklich nochmal. Wir werden keine Vorverurteilung oder sowas aussprechen. Er hat ein schwarzes, teures Auto an Ihnen vorbei. Es ist ein schwarzes Auto. Wir werden kein Motorrad immer verfolgen. Millionen Menschenleben. Ja? Nicht jeder Hubschrauber gehört irgendeiner Terrororganisation. Das Department of Sanitation ist ein Department of Sanitation und nicht Golden Olympus. Ein Logistikunternehmen hat LKWs, die sich bewegen, weil sie damit Geld verdienen und so weiter und so fort. Also bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen und halten Sie die Tatsachen in den Augen. Bemerken Sie was, geben Sie es weiter. Seien Sie ruhig kritisch, aber verfallen Sie nicht in Panik. Das ist soweit verstanden. Check. Perfekt. Gibt es denn aktuell Fragen Ihrerseits? Das werte ich als Nein. Dementsprechend die Leitstelle bitte einmal die Streifen dann dementsprechend ein wenig aufteilen, dass wir nochmal diverse Sektoren in Augenschein nehmen können. Jo, check. Perfekt, wunderbar. Sollten Sie Fragen haben, gerne an mich wenden. Haben Sie Informationen und es ist gerade kein Detective im Dienst? Schreiben Sie keine SMS, machen Sie das bitte immer per Mail an den Venture-Account der Detectives. Ganz einfacher Grund, der nächstbeste Detective, der in Dienst kommt, schaut da rein und bekommt die Info, egal was ist. Na, nicht an einen Detective ständig SMS schreiben, immer gerne kurze Venture-Mail. Das ist für uns sehr, sehr hilfreich, dieser Kommunikationsweg. Wenn keiner da ist, ansonsten gerne ansprechen oder anrufen. Boah, ich habe heute noch nicht viel getrunken, Chat. Habt ihr schon viel getrunken? Oder ich habe hier immer noch 1,4 drin. Also 1,4 Liter. Die Leitstelle würde ich sagen, machen wir alle weiter. Perfekt. Dann, let's go. Suchen wir Mr. Weiß, finden wir Mr. Weiß und seine Frau. Jackalike, der ist auch im Support. Alle einmal runter zum Leitstellentresen, machen wir kurz die Neueinteilung und dann geht's weiter. Ja? Mit Feuer, ich würde die auch einmal mit einteilen lassen. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen um eine andere Gruppe kümmern. Also, das allgemeine Problem war ja vor allem zuletzt bei, ja, meinst du, wir sollen auf Rebecca warten, oder, Ja, also, ich würde halt gerne eigentlich in meinem Sektor umhören. Ja. Aber eigentlich ich auch. Das kenne, so. Das eh wieder. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ich muss meine Weste noch holen. Ich auch. Also eigentlich wird es in. Muss auch noch hoch. Ja. Wir bleiben hier mal einmal stehen, weil eigentlich würde es Sinn ergeben, wenn wir das noch eben machen, alles. Mhm. Und vielleicht die Leute aus dem Norden auch im Norden bleiben, weil da fährt ja keiner Streife. Schon zu viele Rekruten. Ja. Nein, ich bin nur eins. Was? Auf welcher Rang bist du eigentlich? U2. Okay. Ja, U2. Hast du schon so einen Mate, so einen Buddy? So einen Mate? So einen Rookie? Ich habe einen schon zugeteilt bekommen, aber den kann ich erst anfangen auszubilden nach den 4. Wochen. Okay. Also du hast noch keinen Mate, mit dem du gemeinsam quasi shootest, ja? Mhm. Wahnsinn. Digga, Jackalike, was trinkst du? 6 Kaffee und 1,5 Liter Wasser mit... Aber gut, wir haben auch schon 13 Uhr, ach du Scheiße. Muss ich mal mehr trinken. Muss man nichts machen.
Ja, ja. Schön. Ich freue mich. Ich mich auch. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Wann kam ich denn im Dienst? Das ist doch nicht so lange her. 3-4 Stunden mache ich, weißt du? Darf sich auch nicht überarbeiten. Habe ich gestern auch gesagt. Weißt du, wie lange ich im Dienst war? 6 Stunden. Ich kann auch nur mal gucken, wie lange ich mache. Guck du mal. Weißt du eigentlich, was bei Downtown Cap abgeht? Weil die bauen irgendwie so um. Nö. Axi, die Firmen interessieren mich eh nicht. Downtown Cap. Cooper Torres, einmal herkommen. Ja. Überführt ihr mal kurz. Ich nehme an, ihr bleibt auch bei dem Dienst, oder? Ja, ja, erstmal. Erstmal. Gut, überführt ihr mal eben den guten Fontaine. Ja. Davis, dass der ein Auto holen kann. Mhm. Danach könnt ihr beiden zusammen aktiv gehen. Alles klar. Okay, alles klar. Machen wir. Gut. Gut. Haben wir ein Auto, was wir fahren dürfen? Oder was du fahren darfst? Die 519, das ist eine Überführungsstand. Ja. Und danach überführen wir wieder noch. Ja, das stimmt. Also übrigens, woher haben sie eigentlich diese geilen Schuhe? Ja, geil ist relativ. Warum? Waren einfach die, die ich noch gestern die sind großartig. Habe. Vielen Dank. Ja. Ich bin bei Ihnen mit. Ja, super. Up to date. Ist ein toller Laden, habe ich gehört. Großartig. Da arbeiten sie sicher, ne? Ein toller Laden, habe ich gehört. Ja, ja, ich arbeite da. Kennen wir uns eigentlich? Wir hatten 1-2 Streifen mal zusammen. Ah ja, weil ich erinnere mich an einen Rekruten, der mir immer was von Up-to-Date erzählt hat. Waren Sie das? Das ist gut möglich. Okay. So, wie dass wir halt als Nordstreife... Achso. Ja, ich überführe... Ja, wir führen jetzt erstmal schnell rüber und dann kommen wir eh zurück. 519 Überführungsfahrt Davis Department. Check. Mhm. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ah, Jack, I like, da war ich leider damals nicht dabei. Wie sieht denn das Streifenblatt aus? Ich glaube furchtbar, ne? Adieu! Oha. Sieht richtig toll aus. Alles klar, super, weiß ich Bescheid. Gute Ciao. War das Rebecca? Nee, surprise. Okay. Und was hat er erzählt? Ja, Rebecca ist noch oben in der Ermittlungsgruppe am Reden, deswegen. Okay. Chat, wisst ihr eigentlich, wie man tackelt? Mit welcher Tastenkombination? Ich frag für einen Freund. Nee, das dürft ihr mir ja sagen, ist ja Spielmechanik. So, dann euch beiden eine angenehme Streife, ne? Passt auf euch auf und so weiter. Ja, same, ne? Ebenso, danke. Ebenso, passt auf euch auf, werdet nicht angeschossen von irgendwelchen Langwaffen. Nee. Oder generell von Waffen am besten. Ja, wir holen auch gleich noch die... Die richtigen Westen, die besser sind. Die auch noch. Ich laufe ja auch eben rein und hol mir meine. Ja. Alles klar, dann stay safe. Pass auf euch auf. Danke. Ruhigen Dienst. Hey. Nein, das wünsche ich immer, aber ernst gemeint. Wir überführen jetzt erstmal nach Sandy, dass ich meine Weste kriege. Okay. Und danach 519 Überführungsfahrt Sandy Shores Department. Bin ich auf den Sack gehen mit dieser scheiß Fahrzeugregelung, ey, das geht mir eh auf den Sack. Aber ich, ja, aber weißt du was, du kannst gleich Buffalo S fahren, ne? Kann ich nicht, der ist nicht mehr O2, der ist O3. Was? Ja. Die Säcke! Dios mio. Die hat das damals gemacht, um für Gleichheit zu sorgen, weil das hier unten in der Stadt auch alles Officer 3 Fahrzeuge sind. Ja, das stimmt. Und, was kannst du denn da fahren?
Ja, gar nichts außer Victor und Alamo. Deswegen, wenn fahre ich mit Torres immer runter nach MRPD. Und dann holen wir uns da einen Scout oder einen Interceptor. Ich weiß halt nicht, wie lange schreibt Rebecca mal, ob sie uns dann irgendwie einsammeln tut. Aber nicht, ich will ein schnelles Auto fahren, wenn jetzt hier irgendwas los ist. Ja. Wir warten mal eben ab, vielleicht ruft sie, wenn wir in Sandy Shores sind, überlegen wir nochmal. Ja. Aber übrigens, ich habe das Gefühl, der Price, der ist gut auf mich zu sprechen, weil ich war damals so lieb, als er noch bei Dreck und Weg gearbeitet hat. Und der wusste doch, dass wir zusammen da stehen. Ich habe das Gefühl, das war kein Zufall, dass wir gemeinsam eingeteilt wurden. Aber da müssen wir ihm auch danken, weißt du? Ja, klar. Super. Ne? Nö. 421 überführt zum MRPD. Ja, dann machen wir einfach wegen nochmal eine. Wo gehört denn die 519? Palito, ne? Ja, okay, dann können wir auch Rebecca erst anrufen, wenn wir in Palito sind. Und dann können wir sie fragen, so, Mist Schiefbrand, was wollen wir denn machen? Ne? Sollen wir in Victor steigen oder fährst du gleich mit und dann können wir weiterhin das machen? Ja gut, wenn, muss sie uns eh abholen, die 517 steht ja auch unten. Na ja. Ich find, mit Shift und Y, danke, Jackalike, danke. Ja, unser Commissioner wurde entführt und seine Frau. Ja. Ich finde, die sollte diese Fahrzeugregelung, abgesehen von Rekruten, außer Kraft treten. Ja. Oder halt Leute, die sich das zutrauen, aber das sollte ja immer dann gelten. Oder halt, dass der uns freigegeben werden kann. Die kann ja sagen, hey, okay, bleibt in der 519. Aber so wie ich sie kenne, auch wenn ich sie gerne habe, macht sie das nicht. Das ist ein bisschen zu streng manchmal. Aber ich glaube, hätte sie auch nicht die Strenge, die sie hat, dann wäre sie. Ja, und dann wäre sie auch nicht immer noch Chief. Also zu uns ist die doch eigentlich immer nett. Ja, klar. Also, ich glaube, ich habe Rebecca zu mir persönlich noch nie so richtig streng erlebt. Ich glaube, das sieht bei anderen Chiefs anders aus. Und dann wäre ich auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, ich wäre nicht mehr in der Behörde. Wenn du dass Fehler geahndet werden und so weiter und du auch mal einen Einlauf bekommst, ist okay. Aber meines Erachtens nach gibt es auch, oder gab es zumindest Chiefs, sind diese jetzt glaube ich nicht mehr, die für jede Scheiße dich zusammengefaltet haben. Und also das kann ich dir gleich sagen, weil das war die Namesa-Führung damals. Ja. An die dachte ich auch, an Kurayama und Miller. Das Fire Department hat sich vorerst in die Pause gemeldet, in Portland Ende. Und dann, da hätte ich auch einfach keine Lust auf Arbeit. Weil diesen Führungsstil, den teile ich nicht. 519-1020 Sandy Shores Department. Check. Mich auf, dass meine gute 530 einfach nicht mehr zwei Fahrzeuge. Ja, vor allem, ich habe mich gerade gefreut für dich, dass du ja Buffalo S fahren kannst. Dann hätte ich nie wieder fahren können, wenigstens. Oh. Nee, dann bleibe ich immerhin, dann bleibe ich O1, dann habe ich auch keine Rekruten. Hast du diese Tür? Ich auch. Ist verrückt, oder? Aber ich glaube, das ist halt wirklich das Alter, dass die, ich drehe mich um, ja. Ziemlich verheirateter Mann. An. Ja, bin ich aber auch ein bisschen geil drauf. Junge, was ist denn mit dir, Alter? Ey, ich bin hetero, ich darf trotzdem geil darauf sein. Ja, alles klar, Junge. Ich weiß nicht, ob ich mit dir nach Reifen fahren will. Ey, du Arschloch. Was gibt's denn hier eigentlich? Komm, wir gucken. Leitstein-Computer. Ja, ein Klugscheißer ist er, ne? Der Adam. Adam Torres Fox. 4-3-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 4-3
Mhm. Gibt es eigentlich die Regel, dass man selbstständig alles jetzt einträgt bei der Leitstelle? Nee, ne? Mhm. Okay, hatte zwischendurch. Funken wir noch nicht, wir müssen eh tanken. Ja. Ja, doch, ich kann ja funken, raus, aber. Ich funk da nicht den. Stopp. 519 Überführungsfahrt Palito Bay Department. Das nicht überall mit einer Waffe absichern, ne? Das ist hier doch, bewusst, doch. Ne? Werde ich. Ich werde überall jetzt mit einer Waffe absichern. Ich will ja die Burger, die sich beschweren, dass wir überall mit Waffe rumlaufen. Die Burger? Der Grund, auch, warum wir die Burger, genau. Der Grund, auch, warum wir die Unterziehwesten haben, ist, weil wir mit den die Vests anhaben, einfach zu bedrohlich aussehen. Ja, das stimmt aber auch. Und die Westen. Ja, scheißegal, was jetzt sag mal ehrlich, die Westen sehen aber auch scheiße aus. Bei dem. Ja, für die Frauen vielleicht. Ich finde unsere Westen, die wir so tragen. Boah, ich finde die richtig zum Abfacken, Alter. Ich bin froh, wenn ich die mal wieder tragen kann. Die Unterziehweste, da weiß ich nicht, die zwickt so ein bisschen unter den. Ja, ein Scheiß zwickt die, nur weil du zu dick bist. Halt mal deine Fresse, guck dich mal an. Junge. Da ist diese Arbeitsatmosphäre, die hier alle loben. Mhm, genau. Ich bin gestern in ein Fettnäpfchen getreten. Wer war da mit an Bord? Warst du da an Bord? Als Rebecca mir das Haus gezeigt hat. Nee, das war wer anders. Wer war, ist denn da mitgefahren? Keine Ahnung. Ja, stimmt, du warst gestern gar nicht im Dienst. War ich ja auch enttäuscht, ne? Dass du nicht im Dienst warst. Hast mich alleine gelassen. Ja, genau. Wo fährst du eigentlich längst? Du fährst jetzt über die, über den Bumster. Ja. Wahnsinn noch. Sag, ich nutze das aus, wenn ich das Auto fahren kann. Wow, mach das. Ja. Ja, und wir können gleichzeitig noch ein bisschen Streife fahren, ne? Also hier in dem Gebiet. Na klar. Wenn wir schon hier sind, brauchen wir nicht nur den Highway lang brettern. Ist schon eine gute Sache. Sieht man eigentlich die Fahndungsliste? Ah ja, die sehen wir auch hier. Zeitkritisch, okay, die ist durch. Drive-by of Officer, Vorsicht bewaffnet. Knallgelb ist das Fahrzeug und hochgetuned. Knallgelb. Luke Silver wurde gekündigt. Der Name sagt mir auch was. Nur Rekrut. Ja, nee, wenn ich den sogar kenne, kann das kein Rekrut sein. Das war mal ein Rekrut. Ich sage dir so, wie es ist, ne? Diese Tabelle finde ich ja verrückt bei dem Sektor. Also ob das... Also... Finde ich deswegen weird. Weil... Gibt es denn, und obwohl ich gucke jetzt mal, wir haben ja diese Operations-Karten auch im Auto. Was wir hier im Norden haben. Oha, die haben das endlich mal schön gemacht. Die Karte von den Gangs. Wusstest du das schon? Oder Turfs? Ja, hab ich gesehen. Okay, und die. Backyard Vagos sind endgültig wohl Geschichte. Und die Criminal Front Hood auch. Ja. Ja, dann wärst du mal wenigstens noch Officer 3, weil kein Problem mit dem Fahrzeug hier. Dann bist du aber nicht. Ja, ich hab gesagt, wärst du auch wenigstens noch Officer 3. Ach so, hab ich nicht verstanden. Ich bin froh, dass ich auch... Nix verstanden. Irgendwas mit Funkcheck. 117 ist Lynch. Marshall's
Division. Ah. Hm. Raffi, hallo. Schön machst du das. Ja, kannst mal sehen, ne? Aber schnelles Tanken. Hat ja auch nur einen Balken gefilmt. Fünf, eins, neun, zehn, zwanzig, Palito Bay Department. Check. So eine Scheiße. Was schön ist der Wagen. Ja. Na, super, ich freue mich auch. Ich war mal O3, da konnte ich den fahren. Ja, hä, bist du doof, habe ich doch gerade gesagt. Wäre doch gut, wenn du noch Officer 3 warst. Ich weiß. Ich will dich doch nur abfacken. Du triggerst mich schon wieder so hart, ey. Ja, ja, das ist Absicht. Ich hab dich getriggert viel lieber. Mhm. Aber bald bist du in Italien. Ja, Gott sei Dank. Also manchmal habe ich hier Lags, ne? Die sind jenseits von Gut und Böse. Ah ja. Bin ich eingestempelt noch? Ja. Unfassbar. Ein pfiffiger Zuschauer hat es in unsere Reihen geschafft. Danke für das Follow. Dann schreib dir mal Frau Brandt. Mach ich mal. Bist du einfühlsam? Das kannst du machen. Kannst du ja auch mal, kannst du ja schreiben, ob sie uns denn die 519 freigeben kann. Wenn nicht, ob sie uns... Nee, das klingt so geil, so ranggeil. Das hat nichts mit ranggeil zu tun, das ist einfach, wir haben Gefahrenstufe Bravo und ich würde gerne mit einem halbwegs schnellen Auto unterwegs sein. Ja, wenn die doch gleich wieder draußen ist, dann fährt die eh mit uns. Dann fahren wir jetzt ein bisschen im Norden. Ja, dann fahren wir jetzt ein bisschen im Norden mit einem Victore. Ich war kein Victor. Oh, du bist auch ein... Ich bin genug Victor gefahren in meinen letzten Wochen und Monaten. Mach den Kopf zu, Junge. Dann fahr ich Victor. Von mir aus auch Alamo. Aber mit Alamo gewinnen wir jede Verfolgung. Ja, einen Scheißdreck gewinnen wir. Ach, lass uns doch einmal hinten reingucken, wir machen das vorbildlich. Sieht toll aus. Warte kurz. Ich schreibe jetzt kurz, ob sie uns gleich abholen, wenigstens. Du machst ja hier eh nix. Ne, ich mach hier nix. Fenster. Muss ich immer runter machen. Dass das mittlerweile hier in der Mittelkonsole geht, ist auch verrückt. Habe ich nur so ausgespielt, weil... Fenster vorgelesen hab, Chat. Verlost. So, wir müssen mal. 504 ist das, ne? Ein schöner Victor. Ändere ich mal. Super. 504. 504, da. Oh.
Nervig, dass wir hier oben kein Officer 2 Fahrzeuge haben. Ah, das ist wirklich so, blöd. Sie hat mir geschrieben. Fahrt erstmal so raus, das dauert bei mir noch etwas. Ja, super. Kannst du uns funken, hab schon alles umgetragen. 5-4 aktiv. Okay, wo sollen wir mal langfahren? Wo glaubst du, also wir bleiben im Norden, aber was würdest du sagen? Wo im Norden? Ja, wenn die gesagt haben, wir sollen nicht beim Offensichtlichen suchen, sondern im Verborgenen, müssen wir mal einfach ein bisschen so landstraßenmäßig fahren, ne? Genau, Kommune mal anfahren. 421 und 424 überführt zum DPD. Ich finde den Victor richtig schick. Mhm, das ist ein richtig schöner Whippet. Wo führt denn die 431? Ach, das ist Fletcher. Dann fahren wir als erstes zur Kommune. Dann will ich nochmal. Ich war erst mal bei der. Obwohl, wenn die. Das Bild wäre ja interessant, das Foto, was das für eine Umgebung ist. Mhm. Wenn die eines von weiß gemacht haben, also von beiden weiß gemacht haben. Weil dann wissen wir ja auch, dass die wahrscheinlich. Also, ob sie irgendwo in der Natur sind oder in einem Gebäude. Ja, ich wollte hier rückwärts reinfahren, natürlich. Ja, sollen wir hier aussteigen, oder? Nee, ja. Okay. Dann fahre ich einmal über die Brücke. Einfach. Genau. Das kann halt echt überall sein. Doch, Leute, es gab mal so einen Belastungstest. Alvi macht auch Belastungstests immer. Aber, Lucky Five hatte auch mal einen. War ganz lustig. War, glaube ich, irgendwann Januar, Februar, oder? Fahr mal zu dieser Drogenfarm dann noch in Grapeseed. Ja. Oh, der kommt richtig schnell aus dem Bötten, also der Wagen, der wirklich, der zieht an. Wahnsinn. Zwölfter Erster, okay. Check. 14. Erster, okay. Check. Wir waren früher ja wohl mal häufiger die Vagos, ne? Mhm. Ja. Habe ich nicht miterlebt, nur aus Erzählungen. Du mal? Nee, warte mal. Das gucken. Mach mal. Nations. Ah, Sektor A, wir haben Sektor A, ja. Sektor A heißt was genau? Wo müssen wir hin? Palito, es war Palitos, ich sag's doch hier, Raiden Canyon. Ah, okay. Kannibalendorf, der Trailer Park in Sandy Shores. Und noch alles. Kannst mir ja immer so Tipps geben, wo wir hinfahren sollen. Aber ich würde halt nicht sagen, dass wir von Punkt zu Punkt fahren. Weil. Ich habe das Gefühl, das machen viele dann. Das führt dazu, dass dann alles drumherum nicht beachtet wird so richtig.
Wir doch mal zum Leuchtturm einmal fahren, ne? Wenn wir schon hier sind gleich. Ja, mach das ruhig. Ach ja. Jetzt Sophia wieder aktiv. Ich finde, der klingt so wie Jacobs. Ist aber nicht, oder? Naja. Ach Leute, ich sag's immer wieder, ne? Ich hätte so gern das Alt-V-Update. Das Game sieht so scheiße aus. Ich will so gerne meine Grafikmods nutzen. Okay. Ah, das ist sicherlich der andere, ne? In der Streife. Im Norden. Mhm. Schon quasi, ne? Ich guck auch einmal auf die Liste. 4, 3, 1, aktiv. Check. Okay, ja, dann müssen wir verlegen. 6, 1, 2, aktiv. Weil dann geht wahrscheinlich die andere Nordstreife hier in Sektor B, ne? 6, 1, 2, vielleicht Stelle kommen. Mhm. Das ist dann sieht. Ihre Streifenbesetzung kommen. Aktuell nur die 117 kommen. Ja, check. Dann einmal Streifenpartner suchen kommen. Ja, check. Mach ich das dann. Check. Leitstelle Ende. Ich finde den Victor eigentlich echt nicht schlecht. Weißt du, ich finde den Alamo ganz furchtbar. Und da gibt es ja Leute, die dann den Alamo besser finden als den Victor, das verstehe ich nicht. Gehen Sie in Sektor Bravo aktiv und fahren dort die Hotspots ankommen. Mhm. 431 zurückkommen. Uh-huh. Welchen findest du schlimmer von den beiden oder beide gleich schlecht? Für beide Fahrzeuge. Ja. Fuck, ich will die Nummer von Lynch. 491 für Leitstelle kommen. Ja, jetzt ist eh vorbei. Herzlich, kommen Sie? Ja, machen Sie heute nur Innendienst oder fahren Sie auch demnächst rauskommen? Ich bin gerade schon mit der 612 am Telefonieren. Ja, super. Ja, check, Leitstelle Ende. Ja, seine Motivationslinie ist nicht ganz da, ne? Ist ein bisschen abgefuckt, der Herr. Kannst nichts machen. Er sollte wahrscheinlich lieber außer Dienst gehen. Der ist abgefuckt, weil wir mit dem Victor fahren. Der möchte STX fahren.
Unfassbar. Ein pfiffiger Zuschauer. Danke für das Follow von Skujo. Wie willst du ihn aufmuntern? So. Ist ein Tor, die 491 aufgenommen, ist aktiv. Mach mal die unten rein. Check. 6-3 und so weiter. 6-1 zu Vertikan. Von der Operationskarte. Ja, schließen Sie sich einmal mit der 504 zusammen und bestreifen Sie Sektor A. Müsste ja hier, glaube ich. Oh, ja, das ist wirklich dumm. Check, Leitstelle Ende. Wir können ja auch die Feldwege entlang fahren und gucken mal. Ach so, als jetzige Frau. Ah, okay. Ja, das wusste ich ja nicht. Ja, da kannst du nichts mehr machen, ne? Wenn das sehr müde ist. Vielleicht hätten wir doch den Alamo nehmen müssen. Aber den hasse ich. Der Mann schläft einfach zu lang. Ach ey. Wobei, jetzt ist er ja früh da, ne? Ich glaube, der war ja schon um 10 da. Wobei, Leute, ich muss auch sagen, ich bin um 0 Uhr schlafen gegangen. 10:30. Und ich bin erst um 8.30 Uhr aufgewacht, das ist auch bitter. Der hat bis 10.30 Uhr gepennt, ja, das ist natürlich hart. Jo. Hallo. Lass mich mal kurz gucken, kann ich dir sagen. Dieses System, ich lieb's. Also wir haben jetzt A2 schon sind wir durchgefahren, A7, A5 und A3. No. Sind wir niemals durchgefahren? Mhm. Ja, Michael fahr mal nach A4. Ja. Genau. Genau, alles klar, super. Wunderbar, Joe. Ja, das ist der Canyon, ne? Mhm. Wer war das? Leitstelle? Hayden. Nee, Hayden. 491. Steht natürlich, wir hätten Canyon mit Overwatch überfliegen, ne? Haben wir nicht. Nee, aber einfach nicht. So da lang. Sondern die anderen Punkte. Hallo zusammen, hallo Jens. Ja ey, man sollte sich nicht zu RP gezwungen fühlen, ne? Skujo. Das ist ja auch das Ding. Betanken.
Ja. 504, 20% gute Tankstelle. Check. Also immer dann, wenn man sich zu P gezwungen fühlt, dann sollte man wahrscheinlich aufhören. Ich finde, das passiert natürlich noch schneller auf Hardcore-RP-Server, ne? Also bei Bitcoin oder so, da geht es halt einfach nicht mehr ins RP. Bis um 14, 20 der Peropier Fußläufe unterwegs. Check. Hi, mal eine Frage. Denkst du, ein 800-Euro-PC reicht für GTA-RP, wenn der gut konfiguriert ist? Ja. Aber ohne viel Grafikmods, glaube ich. Ja, Skoyo, das sehe ich auch so. Und wenn ich mich irgendwann dazu gezwungen fühle, ins RP zu gehen, dann höre ich halt auf. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt, nee, seit etwas über einem Jahr hier. Fußanleger Nähe, Leuchtturm. Check. Das ergibt alles gar keinen Sinn, dieses routinierte Abfahren von irgendwelchen Punkten. Aber wenn wir das machen sollen, ne? Ich finde das dumm. Und reden will er auch nicht. Alter, ihr müsst euch mal wirklich vorstellen. In echt wären die in irgendeinem Keller. Und das sind sie so wahrscheinlich auch. Wieso sehe ich die PC-Frage nicht, weil die bei YouTube ist? Bist du schon immer im RP-Polizist gewesen? Fragt Jens auf YouTube. Nein. Also der Michael, also mein Charakter, der war vorher zum Beispiel auf diesem Server auch Taxifahrer. Kannst du dir VODs von angucken? Ist alles auf YouTube. Könnten wir auch mal wandern, oder? Wäre doch schön, Adam. Sag doch mal was. Ja, genau. Ich gehe ganz sicher wandern. Ja, wieso mit deiner Frau dann noch und dann gehen wir zu dritt wandern? Ich bin dann quasi das Kind. Das wäre doch toll. Ganz sicher. Muss ich mal vorschlagen. Kind. Ja. Das wäre doch cool. 431, wieder aktiv. Dann guck dir mal diese Natur an. Das ist doch großartig. Boah, ich hasse es, wenn mir Leute Sprachnachrichten schicken. Die wissen doch, dass ich streame, also viele. Soll ich die abhören? Grüße bitte an der Stelle, falls du zuguckst. Ja, Skoyo, das hoffe ich. Aber Adam ist nicht begeistert. Und dann wirst du das IC niemals erfahren. Traurig auch. Das wär eine richtig traumhafte Vorstellung gewesen für den Michael. Leute, was findet ihr eigentlich geiler, ne? Hat irgendwer von euch Ahnung von Grafikmods? Findet ihr NVE oder Quant 5 geiler? Wahrscheinlich beschäftigt sich da keiner, also kaum einer von euch mit, ne? Weil ich kann mich aktuell nicht entscheiden. Die meisten nutzen NVE, wobei mittlerweile auch der Trend teilweise zu Dings hingeht, zu Quant 5. Gibt's da eigentlich Brücken? Ja, da gibt's eine Brücke, aber keine, worunter man sie verstecken kann.
Ich weiß nicht mal, was ich drauf habe, aber ja, okay. Ja, das sind ja, also Quant 5 und NVE sind beides Dinger, die man bezahlt. Und sobald das Alt-V-Update kommt, frag ich mich natürlich, was ich installieren soll. Aktuell ist ja Quant 5 drauf, nur das läuft halt kaum. Es liegt, also ein paar Effekte funktionieren, aber nicht so wie gewünscht. Das liegt halt, wie gesagt, daran, weil Alt-V noch auf dem alten Update, auf der alten Update-Version läuft. Jonas schreibt, was hat dein PC gekostet? 3.500 Euro. Ich kann nicht so lange machen, Michael. Ja, okay. Jetzt irgendwie nicht so. Ey, alles gut. Besonders. Sag mir, wenn ich dich wegfahren soll, ja? Ja. Dann gehe ich auch in den Feierabend. Achso. Würde ich, weißt du, man muss auch mal sich Grenzen setzen, weißt du? Wir können die Welt nicht mehr retten. Und ein Commission, wir können nur unser Bestes tun, aber mehr können wir nicht machen. Also mein PC hat 3.500 Euro gekostet, ich war aber auch ein Idiot. Ich habe mir den gekauft vor 2-3 Jahren und vielleicht erinnern sich von euch, der war Blockchain und Krypto und so weiter und Bitcoin im Hype und die Leute haben alle Halbleiter gebraucht und alleine meine Grafikkarte hat unendlich viel Geld gekostet, die 3080 Ti, weil sie völlig überteuert war. Mittlerweile sind die Preise ganz andere und ich hätte lieber später kaufen sollen. 431, fußläufige Streife nördlich vom Leuchtturm. Check. So. Hier soll ich links rumfahren und zum Departement annehmen? Wir nehmen noch den Dingsbums mit, den Trailerpark. Und Jonas, mein PC muss ja auch, also, das soll dich nicht abschrecken, wenn du dir einen PC für 800 Euro kaufen möchtest. Mein PC muss ja auch ein bisschen mehr können, weil ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig und so weiter. Ja. Jonas schreibt, er hat keine Ahnung. Darf ich fragen, wo du dir bisher deine Konfiguration rausgesucht hast? Die 800-Euro-Konfiguration? Weil ich mache jetzt mal ganz frech Werbung, unbezahlte. Wenn du dir einen Fertig-PC holen möchtest, weil du das nicht selbst bauen kannst, nicht selbst bauen möchtest, was ich absolut verstehen kann, dann hol ihn dir bitte bei Dubaro. Dubaro heißt die Webseite und die haben mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du dir irgendwo anders einen Fertig-PC kaufst, dann kracht es da meistens gewaltig, dann schlagen dir 300, 400 Euro auf und das ist bodenlos. Und bei Dubaro gibt es teilweise so Angebote direkt auf der Webseite und da bezahlst du 80 Euro oder so mehr, als dass du dir alle Teile selber kaufst und das zusammenbaust und das ist ein unfassbar guter Deal. Ist nicht bei jedem PC bei der Webseite so, aber bei vielen. Und 431, wieder aktiv. Ja, war Dubaro von Hardware Deals. Okay. Das ist auch schon mal stark, ja. Für 849. Du kannst mir gerne mal die Config schicken. Kann ich mir nur nicht sofort angucken. Jacker Like schreibt gerade an dich, Jonas, auf Twitch eine Nachricht und schreibt, meiner war ein Desktop-PC, den ich mit Grafikkarte und RAM und Prozessor aufgerüstet habe. AMD Ryzen, Radeon RX Vega. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt, wenn ich, vielleicht hat Jonas auch noch gar keinen PC. Und, also Dubaro ist immer eine gute Sache eigentlich. Da gibt es wirklich häufig Deals. Es gibt auch so Gebrauchte, die quasi einmal ausgepackt wurden und dann wieder eingepackt wurden und zurückversendet wurden, die sind auch nochmal so um 100, 200 Euro günstiger. Das lohnt sich eigentlich auch. Nee, er hat erst gar keinen PC aktuell. Auch für dich, Jacker-like, also kann er gar nichts aufrüsten. So, soll ich jetzt mal zum Department fahren? Adam? Ja, gleich, alles gut. Okay, ich bin morgen nicht im Dienst. 79 off-duty, Punkt, check. Ja, check. Alles gut. Ja, wollte ich dir nur Bescheid geben. Wo 88 denn bei Off-Duty? Check.
Leute, das war ein ereignisreicher Tag. Jetzt ist es natürlich gerade sehr entspannt. Adam ist ein bisschen, also der Spieler von Adam ist ein bisschen sehr müde und möchte nicht viel reden. Alles ist gut. Kann ich verstehen, ist so. Deswegen möchte er auch außer Dienst. Ist alles okay. Das war, also, keine Ahnung, die ersten 2 Stunden, die waren heute echt intens, ne? Jonas, kannst du mir mal deine, hast du Discord? Weil dann, ja, dann gehen wir auf meinen Discord. Link sollte in der Beschreibung sein und dann kann ich auch mal gucken. Aber, also bei Dubaro kannst du jetzt nicht viel falsch machen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich finde Dubaro echt stark. Wenn da natürlich bei den 800 Euro schon ein Monitor dabei war, dann könnte der PC darunter leiden, ne? Ein bisschen. Wie du gerade schreibst. Wie viele Monitore hast du? Ich habe nur 2. Ich hatte mal früher 4. Die brauche ich nicht und dann sieht das Setup auch scheiße aus. Ja. Ich hab einen horizontalen und einen vertikalen. Beide 27 Zoll. Was war das? A1, glaube ich, oben beim Kannibalendorf. Kannst du uns auch schon mal abmelden, weil die Streife sich gleich auflöst. Aber sonst passt das soweit. Alles klar, super, ciao, ciao. Nehmen wir einen Scheißdreck ab. Kann das schon sehen, wenn wir jetzt weg sind. Okay. Weiß nicht, Michael, heute ist nicht mein Tag. Nicht, man merkt das. So ganz unterschwellig. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ne, ich glaube, du hast dafür jede Berechtigung auch, ne? Das war, du hattest heute schon eine Langwaffe im Gesicht. Glücklicherweise 2. Unverletzt 2. Da ist das okay, dass das nicht dein Tag ist. Andere würden jetzt dann direkt außer Dienst gehen und deswegen bringe ich dich jetzt auch weg. Super. Und dann gehe ich auch in den Feierabend. Wer ist das denn? Keine Ey, übrigens, ne, die Dynasty-Miete bucht bei mir immer noch nicht ab, die Miete. Ist das echt normal? Das ist das einzige Problem, ne? Ja, ich hab ein bisschen Angst, dass du mich einfach rausschmeißen irgendwann. Ja, dann musst du da nochmal vorbeigehen, persönlich am besten. Ja, ich bin ja meistens so nicht unbedingt dann, wenn die da sind, da. Aber heute schaffe ich 3 Stunden. Hoffe ich. Jetzt habe ich es gejinxt. Wir kommen gleich eine 10.99. Klasse. Keine Ahnung. Jetzt habe ich heute 2,5. Ist mir auch egal. So. Ja, ist doch okay. Ich habe die letzten Wochen vor der Hochzeit genug gearbeitet. Ja, ey, das glaube ich. Du siehst auch völlig durchgearbeitet aus. Also du hast dir die Flitterwochen verdient. So. Check. Nase auf dem Weg zum Department, auf dich auf und wir hören uns. Danke. Ey, euch beiden, ne? Richtet das auch in deine Frau aus. Schöne Flitterwochen oder Tage, weiß ich nicht. Tage ja, nur, ne? Wochen. Okay, genau. Alles klar. Klar, ne? Hau rein. Ciao. 534 meldet sich ab. 504, Überführungsfahrt Palito Bay Department. Check. So. Na, wir hätten auch da lang fahren können.
Boah, wehe, Michael wird jetzt hier gefickt in der Überführungsfahrt. In welchem Chat soll ich den Link schicken? Hast du Discord zufälligerweise? Weil dann kannst du mich einfach privat anschreiben. Das sollte gehen. Und dann gucke ich mir das nach dem Stream einmal an, wenn du möchtest, Jonas. Ich gebe dir keine Kaufempfehlung, ich sag quasi... Habe ich? Okay. Ja, dann passt das. Dann geh auf meinen Discord, Link ist in der Beschreibung und... warte mal, du hast es schon, glaube ich, ne? Ausstehend. Ja, ich nehme deine Freundschaftsanfrage an, du kannst aber auch so schreiben, aber so... So geht's auch. Jetzt müssen wir einmal kurz den Gegenverkehr abwarten, der nicht kommt. Muss nämlich noch Discord schließen. So. Wunderbar. Du hast 80 Funkcheck. Digga, warum ist hier ein Stoppschild? Achso, das wurde aufgestellt, glaube ich, wegen dem Bums. 431, 10, 20, östliche Boah, hier kommt Verkehrsüberwachung aber auch wild, ne? Nur hier fährt halt keiner längs. Funkcheck. Check. Habe ich gemacht, okay. Ja, kümmere ich mich nach dem Stream drum. Chat, das VOD könnt ihr nachgucken. Morgen kommt das auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr auch mal abonnieren. Ich sag's auch immer wieder, weil das manchmal immer noch welche fragen, wenn ihr wissen wollt, warum ich so viele Monate weg war, das hat einen Grund, es gibt ein Video dazu auf YouTube. 431, wieder aktiv. Meine Krankheit heißt das, das könnt ihr auch auf YouTube nachgucken, genauso wie das VOD von heute Morgen auf YouTube kommt und das VOD lohnt sich, ne? Also es war die ersten zwei Stunden echt interessant mit der 1060, also mit der Verfolgungsfahrt, damit ihr den Shots feiert. Ja. Dann tanken wir gleich einmal noch den Wagen. Und dann geht's in den Feierabend. Super viele Autounfälle passieren da. Du meinst wahrscheinlich Jackalike bei der Baustelle, ne? Das glaube ich. Also eigentlich wäre der Verkehrsüberwachung ganz lustig. Ich fände ja auch immer noch solche Blitzer ganz cool. Möchtest nur auf Lucky ordentlich spielen können? Okay, alles klar. Ich gucke mal. Und wahrscheinlich auch ohne Grafikmods, ne? Einfach ganz Vanilla GTA. Sollten eigentlich 800 Euro ausreichen. Diese verdammten betonierten Pylonen. erinnere ich mich auch noch an einen wilden Clip, da war ich noch beim Taxifahren und ein Kollege war in so einem Parkhaus und da war auch so ein betonierter Pylone und ja, da lag der Wagen plötzlich schräg. Das war sowas ist dann natürlich immer schwierig auszuspielen. Ach, und ein anderes Mal, das ist auch großartig, oder war großartig, da ist doch die Mirror's Edge Tankstelle in die Luft geflogen und ich lag mit drei Leuten da bewusstlos. Und dann kam die Polizei, also Michael war zu dem Zeitpunkt noch nicht bei der Polizei. Und dann kam die Polizei und hat das alles ausgespielt erstmal. Und Digga, das war was. Das war was.
50420, Palito Bay Department löst sich auf, die 515 meldet sich ab. Check, stay safe. Oh. Das ist lieb. Uzo 4, 1030, südlich, weather. Hier ist eine Leitstelle gerade. Check. Hauptpreis. Ob haben wir nicht die Nummer von? Boah, Junge. Manchmal laggt das aber auch Wahnsinn. Ich wollte mir einmal die Telefonnummer von dem Rob-Preis raussuchen. Was ist denn der für eine Nummer? 95. Danke. Stay. Du auch safe. Stay safe, du. Grüße, Cooper. Haben wir noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht, ne? Benutzersystem. Nicht im Dienst. Sieht gut aus. Boah, das mit den Türen macht mich fertig, ne? So, die Marke brauchen wir noch. Und die Weste. Okay. So, und schon ist Michael ein anderer Mensch. Nicht mehr in seiner Cop-Uniform. Jetzt ist er so ein normaler 20-Jähriger. Ausstempeln. Wir haben alles abgegeben. Oder? Sieht so aus, ja. Irgendwann hatte Michael mal seine Waffe mit. Ah nee, sein Funkgerät war das. Nicht seine Waffe, sein Funkgerät. War auch ein bisschen peinlich. So, Department bleibt auf. Da ist, glaube ich, noch jemand da. Und wir können Musik anmachen, Chat. Ich finde das ja mit der Musik echt wild. Leute, du kannst dir sogar suchen nach Pop. Okay. Was ist denn da alles? Dann haben wir mal wen anders. Crazy Story. Klingt auch nicht so schlecht. Nicht das, was ich mir unter Pop vorgestellt habe, aber... Ist der Wagen abgeschlossen? Bin nun schon außer Dienst.
du auch schön Feierabend. So, jetzt steigen wir in unseren schönen dunkelblauen Wagen ein. Boah, das regt mich so auf, dass der dunkelblau ist und nicht schwarz, ey. Hatte Michael die Info-Hotline? Nee, ne? Ne. So, Chat, ich esse jetzt erstmal was. Die Frage ist, was? Schwierig. Wo hast du den machen lassen? Michael war mit dem bei Flywheels. Das ist aktuell, hat da schon mal jemand Bescheid gesagt, weil ich, der hat ihn halt im Februar schon abgeholt, ne? Den Wagen. Und mir ist jetzt erst aufgefallen und Michael ist auch erst nach meiner Absenz aufgefallen, dass der nicht schwarz ist, sondern blau. Selber schuld. Ja? Nee, Flywheels ist sicherlich cool. Leute, ob ich mir mal das VOD angucke, wie die Entführung gestern aussah, würde mich ja schon interessieren, wie das RP war. War sicherlich cool, oder? Hat das jemand von euch geschaut? Die Entführung. Aber die Musik für dich war gerade ja nicht so, ne? Aber haben die da nicht einen Farbcode? Leider nein, werde mir die nachher angucken. Ich glaube, ich auch. Leute, das ist übrigens... Ist was mit Walter Weiß passiert? Ja, er und seine Frau wurden gestern entführt. Deswegen wurden wir ja heute schon beschossen und hatten eine 1060 und so. LOL! Die kennen wir! Arbeitet die noch beim PD? Die war früher im PD. Ruby McMahon, ja. Fang immer wieder neu an. Wie lang wird's wohl dauern, bis man endlich vergisst, dass du gestern und auch heute der eine Mensch für mich bist. Das, also das finde ich so stark bei Lucky. Mit Künstlern und so weiter. Es gab doch letztens auch, glaube ich, ein Event für 2-3 Tage, wo einfach nur Künstler waren, ne? Aber welcher RP-Server kriegt das hin? Auf den meisten RP-Servern wird doch nur geballert und so. Das ist schon krass. Alamonia, ja, das kann sein, ja. Hinter meinen Mauern schreib Texte und Lieder. Fang immer wieder neu an. Wie lang wird's wohl dauern, bis man endlich vergisst, dass du gestern und auch heute
Oh, so wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich joggen. So. Jetzt würde mich echt interessieren, dass wird Michael das nächste Mal nachgucken, wenn er im PD ist. Ob die noch beim PD arbeitet. Irgendwas schaut aus dem Briefkasten. Ich glaube, das ist eine alte Meldung. So, Chat. Ich danke euch fürs Einschalten. Das war's mit dem Stream. Heute würde ich sagen, schon ereignisreich. Ist schon einiges passiert. Und ja, von meiner Seite aus gibt's nichts mehr zu sagen. Wir sehen uns wahrscheinlich am Donnerstag wieder. Morgen streame ich nicht. Habt noch einen traumhaften Tag. Passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund. Ich wünsche es euch. Haut rein. Ciao.